Hast schon offen? Oh no. Kannst du mir mal kurz das WLAN-Passwort geben? Oder später muss ich meine Switch mit verbinden. Mit Ruti! Ja. Ich muss es machen. Ein. Stream offline? Nein, ist es nicht. So. Nach dem Fahrradfahren fühle ich mich mit meiner Hüfte und mit dem Rücken echt gut. Wir sind 50 Kilometer gefahren. Ich dachte, ich bin schon drin.
Alter. Verpiss dich von meinem Rasen. Scheiß für dich. Red mal ganz normal. Ah. Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Du hörst dich irgendwie billiger an vom Headset, nicht so wie früher, wie immer. Herzlichen Glückwunsch, du hast mein scheiß Serververbindung und Ventilator. Nee. Nein, das war nicht so schlimm. Kannst wieder hinstellen, ich hab den Ventilator nicht gehört. Ich glaube, du hast nur ganz komisch gerade reingesprochen. Ja. Also, ich sage jetzt erstmal so, ne? Berechtigung. 25 Grad Jäger, Verbindung sprechen, bla 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 bla. Stories. Ich sage nur mal, verpiss dich von meinem Rasen. Du kannst dich auch einfach wegschieben, das weißt du. So. Ich war auf einem Rasen jetzt nicht mehr. Macht der Schrotflinte, hast du jetzt zu spüren bekommen. Ich hab Bauchweh. Die Macht der amerikanischen Schrotflinte. Ja, abgesehen. Okay, den Ventilator hat man doch. Ja, tut's mir leid. Ich habe gerade extremes Bauchschmerzen. Sag mal. Ja. Nun, da wir das geklärt hätten. Ah, hier bist du ja. Du hast ohne Passcode. Jetzt ist kommen Randoms rein. Ich erstelle mein Lager, ne? Oh, na dann. Hier, sie ist aufs Klo geflüchtet, auf mit richtig viel Klo-Scheißerei-Action. Ah ne, ich muss erstmal zur Schmiede. Ich habe mir den Trailer von Monster Hunter Rise Sunbreak angeguckt von der Lanze und ich finde die schmackhaft. Lanze. Ich will irgendeine Grundangriffslanze haben, eine relativ gute. Mit keinem. Oh mein Gott, sieht das Festung aus. Also ich habe mittlerweile auch alle Items, die man eigentlich bräuchte, um eine Lanze
wahrscheinlich, um irgendeine Waffe bis High komplett zu verbessern. Aber holy shit, wie sieht die Festung aus? Ja gut, das ist das Schild nicht breit genug für mich. Ich will es nur richtig breit. What the fuck? Mach einfach auf Klebe. Natürlich. Oh. Oh, oh. Alter, einfach auf Festung machen. Ja, ist bloß eine andere Farbe, Alter. Oh mein Gott. Da hat es Verteidigungsbonus von 15 bloß. Erzbaum. Alter. Die. Alles andere bleibt unverändert. Ah ne, ein Slot mehr. Dekorationsslot ist nochmal drauf. Gift. Oder ja, ein Schild sieht auch nice aus. Oh mein Gott. Ich vermisse Dekorwaffen. Oh mein Gott, das sieht so geil aus. Drachenelement. Das sieht so nice aus. Ich habe Lanze noch nie gespielt. Ich habe es bisher immer vernachlässigt. Ich habe mir die Lanze nie angeguckt. Eigentlich schade. Eigentlich komplett schade. Vom Barov. Schönes Design. Wie eh und je. Die Krone als Schild. Ja. Schild sieht böse aus. Also das im Monster Hunter World haben Lanzenspieler das häufig benutzt. Dieses Waffenset, und das finde ich auch übertrieben ist nice aus. Pucki. Michel Trof sieht einfach auch nice aus. Hm. Mit den Federn. Oh mein Gott. Das Design von dem Schild einfach. What the hell? Da sieht man nochmal eine ganz andere Seite von mir jetzt. Ah, das Schild sieht nice aus von Magna Malo. Oh ja. Nein. Affe. Nein. Oh mein Gott. Was? Wo ist das alles hier? Hä? Wie? Hier gibt's keine Bäume. Hä? Warum? Warum nicht? What? Die Randale sind heavy stark. Oder ich habe nicht einfach nicht richtig nach rechts gescrollt. Ah ne, natürlich habe ich das nicht. Ich mach tatsächlich mal den Erzbaum. Hätte ich alles dafür? Na! Goldene Setzlinge? Mad. Wo kriegt man die relativ zügig her? Kann man sich Köder kaufen? Das muss ich jetzt gerade mal wissen. Wo ist der Händler? Hm.
Hey. Huh? Bye. Welcome to my shop. Ah, er ist der Händler. Have a look around. Was? See you later. Keine Setzlingenköder oder so, also goldene. Natürlich bin ich es. Kacke. There is great beauty in this village and in the hearts of its inhabitants. Wo kriegt man Goldensetzlinge? Das sind die goldenen Fische. Man muss auch Köder dafür irgendwie bekommen oder so. Wisst ihr, ich hab das nicht oft, aber wenn ich es habe, tut's weh. Lagdose. Kann man nicht craften. Jessie. Eine Waffe, eine Lanze, die ich craften will, die, da brauche ich Goldensetzlinge. Ich weiß nicht, wo ich die herbekomme. Wahrscheinlich aus Katzendings. Was? Ja, so diese Schiffdinger, Katzen da, bringen die manchmal welche mit? Nein. Hab ich schon nachgeguckt. Ja, ich bin am gucken gerade. Ich weiß nicht. Google doch. Goldensetzling. Kriegst du vom Eldenbaum. Ja, sehr selten. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Miau-Szenarios Reward. Was? Wo kriegt man die Scheiße her? Irgendwas mit Katzen. Alex, also einer aus unserer Community, kommt später auch noch dazu. Kann einfach in den Schreinruinen gefarmt werden. Ganz oben links in der 13. Aber dafür gibt es doch auch Köder, oder nicht? Warum
Digga. Fishing Spot Areas 6 Right. Hiring auch. Was? 6 rechts? Oder wird mir noch oben links? Wir müssen es einmal ausprobieren. Ich muss in die Schreinruinen. Und wie ist das? Ist das in den Schreinruinen? Keine Ahnung. Wo ist denn das? Was in der Nähe? Tut mir leid, ich muss jetzt dahin. Ich brauch das. Ich brauch das. Ich brauch das ganz und gar nicht. Kommst du mit? Nee. So. Nee. Bitte. Komm, du Huren, Alter. Nein, wir machen eine von meinen, die da oben ist. Ich mir jetzt bei. Okay. Iron? Ja. Also, warte mal, man kann doch irgendwas essen. Oder? Mit Glück. Ja, wenn du Glück hast, mit Glück. Ach, hi. Hallo zusammen. Hiya. Ich hoffe, man versteht mich relativ gut. Also, ja, ein bisschen dumpf, aber sonst, ja, geht. Okay, na, ich bin heute ausnahmsweise nicht auf meinem richtigen PC, sondern auf dem Laptop. Ja, okay. Ja, alles gut. Beitreten kannst du mir, aber wir haben eine Postcode eingestellt, ist 1349 dann. 1349, okay. Mach ich nur noch schnell meine Quest fertig. Alles gut. Popcorn-Kanone! Nicht, dass du dich wunderst, wir strömen, ja. Ihr strömt, das ist schön. Auf Twitch. Du darfst auch keinen Blödsinn reden, okay? Genau, ja. Darauf wollte ich hinaus. Twitch ist da sehr eigen. Genauso wie Kai, der ist auch eigenartig. Lass mich in Ruhe. Geh am besten mal ordentlich kacken. War ich vorhin. Tja, dann hast du ein ernsthaftes Problem. Ich hab jetzt schon was zum Lachen, sehr gut. wie ist denn immer so? In jedem Game. Sehr gut. Das weiß ich, war ja wirklich schon mal bei der Channel vor ein paar Tagen. Also. Ja, vorgestern aber. Ja. Da war ich. Wir uns ausführlich unterhalten. Ja, irgendwann war ich da AFK und dann bin ich einfach eingeschlafen. Es tut mir leid. Ich bin einfach eingeschlafen. Das ist der Schnulli, ist immer auf meinem Rasenspiel. Ja klar, dass du wieder weghüpfst. Normalerweise ist Ayo immer diejenige, die einschläft.
Nicht ich. Ich. Er könnte es ja irgendwie beide. Ah ja, okay. So. Da. Wie ist das gleich? Ich bin heute nicht in Topform, ich komme aus dem Nachtdienst. Alles gut, Kai und ich haben 50 Kilometer mit dem Fahrrad auf dem Buckel. Das ist schön. Hier sind auch nicht. Gerade in der Fassung, du. Wo ist jetzt unterwegs gewesen, würde ich fragen dann? Wir sind zu Kai seiner Arbeit hingeradelt, weil er hat sich halt ein neues Bike gekauft. Okay. Und da müssen wir den Arbeitsweg mal abfahren, aber wir sind zu, eigentlich wären es nur 40 gewesen, das ging, das würde noch gehen. Aber wir sind halt eine, komplette Umleitung gefahren. Ich check mir den Ton, wenn es Spaß macht. Ja, es ging, wir wären so ausgelaufen, so, wir konnten auf den letzten Metern absolut nicht mehr. Ich bin im Fahrerladen drin und dann halt, ist halt der alte Herr, dem gehörte halt der Fahrradladen. Er hat schon Ahnung von Fahrrädern, er hat mir schon relativ alles so erklärt für den Fahrrad. Das Ding ist bloß, er hat von mir verlangt, was ich für ein Fahrrad will. Und ich kenne mich mit Fahrrädern nicht aus. Das letzte Mal, wo ich ein Fahrrad hatte. Ich bin 25 Jahre und das letzte Mal, wo ich ein Fahrrad hatte, war ich 9. Und dann hat er mich immer gefragt, was willst du für ein Fahrrad? Ja, wie gesagt, eins, das fährt. Ja, nee, aber dann habe ich ihm auch gesagt, ja, am besten etwas Stabiles. Ich muss am Tag, fahre ich damit auf Arbeit und wieder zurück nach Hause. Das heißt insgesamt 40 Kilometer am Tag. Es muss was aushalten, es muss ordentlich auf Langstrecken aussehen. Und ja, dann hat er erstmal wieder gefragt, ja, Sie müssen mir sagen, was für ein Fahrrad Sie wollen. Ich denke, okay. Und am besten eine breite Bereifung und etwas, wo vorne Stoßdämpfer sind, ist wirklich gut. Und dann hat er mich erstmal, dann hat er gesagt, okay, dann komm mit. Ja gut, aber dann hat er mir auch einen Sattel mitverkauft mit dem Fahrrad. Er hat es mir leider noch nicht mal angeboten, sonst hätte er noch mehr Geld machen können. Das habe ich mir heute erst gekauft. Ich bin heute probehalber wirklich mit Jesse zusammen zur Arbeit hin und zurück. Insgesamt 50 Kilometer, weil wir zum Hin einen Umweg und zurück sind wir fast gestorben. Ich größtenteils mehr, weil ich hatte ja so einen Standardsattel. Für alle, die sich mit Fahrrädern auskennen, ein Standardsattel ist bei Männern, wie auch eigentlich mit Frauen, bei Männern, da weißt du ja selber, ne, Schwanni, und dann geht unten im Becken, ne, geht in der Mitte ja auch so teilweise die Weichteile noch entlang. Also ich sag mal so die Wurzel der Weichteile, ne? Super, Gespräch, Und wir haben hier den Bildungsauftrag, ja? So, und darunter sind halt die Knochen von dem Becken und alles Mögliche. Und ja, 50 Kilometer auf dem Sattel, es hat so hart geschmerzt, ich konnte bald nicht mehr sitzen. Ich musste so viele Pausen einlegen auf der Fahrt und die 20 Kilometer haben sich dann zurück zu Fuß wegen den Schmerzen gezogen auf 1,5 Stunden, obwohl man das easy in einer Stunde schaffen kann. Es hat so hart wehgetan, das waren solche Knochenschmerzen, Alter. Ich hab den Sattel so gehasst und dann bin ich heute nochmal hingegangen und hab einen breiteren Sattel geholt und einen weicheren. Und die auch gesagt, von dem Sattel ist so schnell keiner mehr zurückgekommen und hat den ausgetauscht. Und dachte ich mir, gut, okay, danke, bin ich Probe gefahren, oh mein Gott, ja. Da sitze ich mal mit vollem Arsch endlich drauf. Mit dem Standardsattel, da sitzt du ja wirklich mit den Weichteil, also mit halt den Anfang der Weichteile, beziehungsweise in der Mitte des Beckens, sitzt du da drauf mit deinem gesamten Körpergewicht. Also als würdest du nur auf so einer Linie sitzen, kann man das so genau, beschreiben. Genau, das fühlt sich dann auch irgendwann an, als ob du auf Holz sitzt. Richtig unangenehm. Kennst du diese mittelalterliche Foltermethode, als sie aus dem Triebock gespannt wurden auf so ein Holzdreieck? So fühlt sich das an. Das ist vergleichbar. Und irgendwann fühlt sich das so an und dann habe ich den Mechaniker gefragt, kann da irgendwie Verletzungen irgendwann entstehen, wenn man da permanent jeden Tag damit fährt? Dann hat er gesagt, das weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass es irgendwann taub werden kann, alles untenrum. Denke ich mir, ja moin, okay, danke. Nee, dann habe ich mir einen breiteren Sattel heute geholt und haben gesagt, ja, probier's erstmal aus. Probe gefahren damit und dann setze ich ja wirklich endlich mal mit vollem Arsch da drauf. Und die Mitte wird komplett geschont. Du sitzt dann wirklich richtig mit deinem Arsch drauf und nicht mit der Mitte des Beckens.
denke ich mir, oh mein Gott, danke, das fühlt sich so viel besser an. Oh Mann, das war so erleichternd, ey. Oh, das hat so weh getan. Übrigens bei Sunbreak, hast du den Trailer gesehen von der Lanze? Mit den Lanzen-Trailer so geil von Sunbreak, dass ich mich jetzt angewöhnen will, Lanze zu spielen. Aber mehr mit einem Lanzendesign. Ich will mir gleich eine Rohschadenlanze machen, die einen fetten Schild hat, die richtig auf Tank aussieht. Ja. Will ich haben. Ich habe gerade Pizza gegessen, die mir noch ein halbes Kuchenstück in den Rachen gezwirbelt. Oh Gott. Aber gönnt sich auch so was nix. Also. Mach jetzt auf bereit, du Horst. Hab ich schon also. Entschuldigung. Alles gut. Den kannst du ruhig auslachen, der ist es gewohnt. Arschloch. Ich sag mal, am liebsten wäre ich ja wieder auf Kaiser im Rasen spielen gegangen, so wie letztes Mal. Das war lustig. Ja. Alter. Vor allem runter von meinem Rasen. Ja! Ich werde euch nicht nur einmal hassen. Ganze Sippe hier, die ich angesammelt habe. Wir haben uns im Fitnessstudio auch noch zusammen beschlossen, dass wir, wie heißt das? Was war nochmal der Passcode? 1349, oder? 1349, jawohl. Ja, wie gesagt, okay. Zu blöd zum Eintippen. Welche Viecher müssen wir denn jetzt überhaupt nochmal erjagen? Goldensetzlinge. Ja, du, für dich, aber ich glaube, große Tsuchi und Titano waren. Yay. Was soll ich sagen? Genau. Wir haben uns im Fitnessstudio beschlossen, noch so ein Kaixos Grundstück zu machen. Nein. Das ist jetzt witzig. Und dann kommt da so ein Bot mit so einer Schrotflinte oder einfach nur so ein Bot, den man Polizei nennt. Und dann wurde es vom Grundstück vertrieben. Er kickt dich dann immer so schwach. Nein. Gib dir so ein Schreibtimeout oder sowas. Ja, damit du weißt, dass du falsch bist. Weißen die Fische nicht an? Ist das schon auf der Quest, oder? Ja, sind aber vor 30 Sekunden erst los. Ach, irgendwas falsch? Die Fische beißen nicht an? Ja, bei dir ist selten, dass jemand anbeißt. Also. Spaß. Es hat nicht immer so auf dir rumhacken, sorry. Ehrlich. Ehrlich, ja. Bitterfische, okay. Okay. Ob ich mich freue, dass ich gerade was getroffen habe? Vielleicht. Macht echt nicht zu schnell. Oh mein Gott, wie er den Fisch hält. Oh. Großer Gourmet-Thun. Den habe ich zum ersten Mal gefangen. Riesiger Gourmet-Thunfisch verschlingt alles unabhängig von der Größe. Ah. Ja, nie gefangen. Blitz! Hab ich erwischt? Nee, schon mit einem ziemlich Mistvieh. Brandtun. Sogar drei Stück. Man bekommt gleich mehrere Fische, ne? Jawohl! Es wurde meine Attacke rein. Ich hab nicht quasi, es war gerade einfach perfekt. Oh, wie er weggeflogen ist. Spielst du eigentlich nur Großhorn, oder? Ich spiele hauptsächlich Handfeldhorn, ja. Andere Waffen kommen mir nicht ins Inventar. Warum hängt der an der Wand? What the fuck? Weil er kann. Neu. Mir aufgefallen, dass er das kann. Oh. Gibt es Goldensetzling, nur bei der Elbenbaum-Köder? Hallo. Was ist das? Dann kommt dafür ein großer Zug entgegen. Was ist das schon wieder mit dem Viechchen? Hör, ich muss den schleudern, aber ich bin halt ein bisschen kacke im Schleudern. Deshalb mache ich das immer am besten im Gang, wo ich auch weiß, dass ich treffe. Ah ja. Es ist so einfach so eine Nummer safe von mir in dem Fall. Wenn ich nicht gerade gegen ein anderes Monster kämpfe und die Ult durchziehen kann. Wenn man irgendwann easy goldene Fische bekommen, aber. Würdest du den Tetranodon vielleicht? Soll ich den Tetranodon killen? Einfach nur herholen. Ich weiß nicht. Also,
wenn es geht. Ist da irgendwo ein Mietnetz? Ich hab noch keinen mitgenommen, aber wenn du hier jetzt irgendwo... Ich muss mal kurz schließen gehen. Hallo Miri. Okay. Ist Miri gerade im Chat oder was? Ja. Ja, ich wollte doch noch reinkommen, ein bisschen labern. Ja, du kannst doch schon gegen den kämpfen, ich hab den jetzt hier fast down. Ja, ich hab's gut gesehen. Wie gesagt, ich klopp jetzt nur noch bis Sunbreak meine ganzen Nebenquests durch. Ja, ich dürfte jetzt zumindest die Hauptquests mal haben. Mir fehlen im Endeffekt nur noch Endquests. Na gut, ja. Du brauchtest ja noch die mit den Epicsen, ne? Ah, die habe ich. Ah. Die ganzen schweren bei mir sind dann alle so mit dem roten Bild. Ich hab versehen. Wie sehen denn die Fischköder aus hier in dem Spiel? Die müssen eigentlich genauso aussehen. Oh, er hat sich schlafen gelegt. Weg. Tja, ich hab keine Bomben, aber mein Hammer haut rein. Okay. Der macht auch eine Bombenstimmung. Gibt es hier in dem Spiel echt keine Fischköder? Soweit ich weiß nicht. Ja. Nicht. Böses Viech. Ja, immer schön drauf die Fresse zu tun. Soll man locker easy Goldenfische bekommen, aber ich habe seit 5 Fischen gar noch nicht mal ein Anzeichen davon bekommen. Mach bitte nicht zu schnell, ich muss wirklich einen goldenen Fisch holen. Also bekommen. Ja, wenn der Titano dann einen Totenkopf hat, dann tun wir Dinge. Will es nicht auch noch was anderes unterwegs sein als die zwei? Ich weiß es nicht, das ist einfach nur jage alle Monster. Also. Okay. Du nervst gerade. Methun, ein Fisch, der alles frisst. Dadurch lassen sich Dinge aus seinem Magen bergen. Auch zum ersten Mal bekommen. Noch nie richtig geangelt im Reis. Ein Reis. Ja, der Schuss ein Reis. Yes. Großer Wetzfisch. Wobei da so, Alter. Pollenallergie ist am Still. Ja, das Gras blickt aktuell sehr tief. Naja, das merke ich. Ich habe gegen Gräser auch ganz schön. Und bei Kai wissen wir immer noch nicht, gegen was er allergisch ist. Aber ist gegen was allergisch, oder wie? Ja, ja. Er hat es auch nicht immer, er hat es jetzt so zu dieser Zeit des Jahres irgendwie. So, er hat es im Frühling gar nicht so doll. Ich dachte erst, es sind irgendwelche Bäume, aber... Was hat sich denn verwegt, diese Vermutung? Worauf? So. Bringt ihn bitte nicht um. Gummi. Nein, nein, wenn er Totenkopf hat, hören wir auf. Einfach kaputt gemacht, das Haus. Respektlos. Ja. Wo zwar wer redet, ist egal. Ich muss ein Monster töten. Abrisskommando! Kollateralschäden nennt man sowas. Au. So, ich muss wohl verschleifen. Was hast du denn verstanden? Das eine? Butzi, butzi, butz. Den wollte ich doch nicht haben. Komm zurück. Den will ich da haben. Oh, das ist Käfer. Haben wir heute die Rolle getauscht? Du mit Hund? Hast du oder was? Ja, ich war letztes Mal auch mit Hund, ich bin immer mit Hund. Also dann Blödsinn, denn jeder war jetzt kurz unterwegs. Die Katzen, die sind süß zum Ansehen, aber mir auch irgendwie nicht so. Nur etwa ich habe dadurch, dass jetzt man schon auf 50 ist, kann ich jetzt die Katze 50 aufjagen. Bis Sunbreak kommt. Ist gar nicht, ich weiß gar nicht, welches Level meine Katze ist. Level 1. Nee. Und er hat mich gestellt. Well, I guess I don't know.
So richtig mit dem Leben abgeschlossen. Individualisieren. Immer wieder. Ich bin gerade auf meine Ulti. Ich krieg hier keine Sushi. Keine Goldfische. Sehr gut. Fuck. Ich komm schon dermaßen auf Soundbreak. Same. Aber wie gesagt, ich bin jetzt zu dem Zeitpunkt in Frankreich. Ja, das ist. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir einfach. Wie gesagt, das, die machen da meistens einfach nur so ein Sportfest, Schul-Ding-Scheiß. Und das einzige Geile ist, dass wir auch mal in einem Weinkeller sind und da alles durchprobieren dürfen, so. Das ist ja cool. Okay, kenn mich aus. Darf ich da wieder von dir? Oder? Oh! Komm wieder. Oh. Hat das kann doch nicht sein, ist bei der 6 unten irgendwas zum Angeln? Ja. Ein Angelplatz. Ich glaube, in der 1 ist glaube ich auch sogar noch irgendwo ein Angelplatz. So ganz hinten irgendwo. Bei der 13 sollte man eigentlich bekommen, ganz oben, aber da habe ich keinen einzigen bekommen seit über 10, 15 Fische. Was brauchst du da nochmal genau für Fisch? Golden Setzling. Ist das für eine Nebenquest oder? Nee, er braucht die für. Also, er will mal Gewehrlanze ausprobieren. Nein, Lanze. Oder Lanze, und er braucht dafür so komische Fische, um sich die zu craften. Kann aber auch sein, dass da. Das gibt's ja nicht. Kann auch sein, dass du dafür. Das ist doch ein goldener Fisch. Von den Expeditionen brauchst. Totenkopf. Das ist doch einer. Der ist doch goldig. Ja, das ist doch bestimmt einer. Doch, tatsächlich bei der 6. Golden Fisch. Aber das sind nicht goldene Setzlinge, die machen nur Punkte. Hä? Ja, es ist egal, kriegt man trotzdem. Das Problem ist, man braucht manchmal ein paar bestimmte Sachen, die musst du einmal angeln, dann hast du die irgendwie im Firma freigeschaltet. Das ist ganz komisch, für manche brauchst du auch so einen göttlichen Kabut oder was auch immer. Wie viel brauchst du jetzt davon? Ich brauche 6 davon oder so. Aber da steht Goldenfisch 3-mal und nicht golden Setzling. Das andere hat man irgendwie nur bei einem Katzen-Event bekommt, frag mich nicht. Ganz nee, komisch. Das stand im Wiki, stand, man bekommt das hier in Schreinruinen, wenn man hier angelt. Hallo. Wie angelt man? Wie angelt man, hallo? Einfach ran und A drücken. Und wenn er anbeißt, auch einfach nur A drücken. Nicht A spammen, einfach nur drücken. Hier ist ein Fisch. Hier ist ein Fisch, sieht aus wie der Wolvidon. Ich hab ihn. Ja. Boah. Guck mal, Wolvidon. Großer Brandpunkt. Purpurfisch, auch zum ersten Mal bekommen. Wartet aber, da kommt zu euch, gell? Alles gut. Ist das der Passiv? Wieder ein goldener Fisch, oder? Golden Fisch, nochmal 3-mal bekommen. Aber ich krieg da Punkte von, kriegt man die auch alles so? Gut. Hat man noch ein Word auch bekommen? Hallo, Platinfisch. Mann, der soll sich verpissen. Du kriegst keine Fische von uns. Aber er ist Hunger. Coolen Fisch gefangen. Hat jemand dumm? Wie sieht denn dein Skin aus? Ist das nicht von Pott? Ich? Ja? Auch.
Edelset. Ich hole mir auch mal Schmerzen. Nö, ich kann das absolut kriegen. Das ist eine gute Idee. Allow me to assist you. You can use a hand. Jetzt ist mir irgendwie kalt. Vielleicht liegt es am Ventilator. Ich suche ihn drauf. Ich hab den, der da war. Der weg und schmeckt. Das ist sowas nicht anders, wie kalt von diesem Vieh weg kann. Kannst wieder angeln gehen. Ich verpiss mich mal in die Elfen, gucken, ob er da hochkommt. Oh Gott, über welchen Weg geht denn da bitte, Lul? Ah, okay. Kein Versuchsmutter auf der Ecke. Ich habe nämlich gerade einen Goldsetzling rausgezogen. Da oben rechts? Das sind Minifische. Ja, bei mir links. Achso, bei dir links da. Ja, genau. Vicky stand hier. Vicky stand bei rechts bekommt man häufiger. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht Vicky, ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach und habe das Vieh vielleicht auch aufbekommen. Ich habe gerade einen rausgezogen, das war der dritte dran. Ich musste nur irgendeinen Auftakt machen beim Ankauen, das ist sehr langweilig. Also, wo zieht man hier jetzt den Setzling raus? Ja, da links hat ich gerade einen rausgezogen. Ja, Golden Setzling, einmal. Oh Gott. Jetzt weiß ich wenigstens, wie die aussehen, aber heilige Scheiße sind die selten. Da ist ein Goldfisch, ja, ich sehe da einen. Sind diese Dinge? Klein und golden. Ja, er hat Goldfische. Wow. Es gibt noch. Nee, das ist ja nicht. Es gibt noch einen großen goldenen. Der heißt einfach nur Goldfisch, Goldenfisch, aber. Die ganz, ganz kleinen goldenen. Ich sehe sie. Sind die Setzlinge. Ich glaube, ich habe gerade einen. Entweder ich ihn nicht. Doch, da ist wieder einer. Stimmt, so sehr ist es. Oh, danke.
Danke für den Tipp hier nach links über Wiki. Vielleicht sind die nachts auch ein bisschen seltener als Wiki tagsüber. Hat einfach gar kein Recht. Nein, wir hätten kommen auch da so. Ja, ich habe auch nachgestellt. Links ist wirklich öfters. Nee, das war keiner. Ach, da so ein, meinst du so ein? Ja, so eine. Das ist eine da hinten. Ja. Unser Freund kommt wieder zu euch runter, glaube ich. Oh Mann. Ich glaube, ich habe wieder einen. Ich habe so Bomben eingepackt, also. Ja, ich habe noch einen. Hier fehlen noch. Ist das wieder einer? Ich hab... Lol. Hier sind so oft welche. Ja, natürlich kommt er wieder. So. Komm, mach den einfach ein bisschen mehr. Die sind ja so oft hier. Brauch noch drei. Ach nein. Fertig. Scheiße. Voll ein Ulti. Was zur Hölle ist das? Ah. Aber ich bin das verpasst, aber funktioniert die Bomben nicht mehr bei den Tieren. Doch, soll ich noch schon. Ich will mich da drauf. Ja, wie kostet denn nicht weg? Dankeschön. So. Und wo ist denn der neben? Was ist das denn? Oh, Bomben. Splitterfisch. Da ist noch einer. Oh mein Gott, die sind da hier richtig oft. Vicky hat einfach gar kein Recht gehabt. Ich brauche nur noch zwei. Ich habe schon längst sechs davon oder so. Auch nur noch einen. Oh, der geht ja richtig schnell hier. Holy shit. Kannst die Kamera auch drehen, wenn du angelst, Lou? So, oh ja. Ich hab 6 Stück. Oh, gut, wir können erledigen. Gut. Ich komme noch einen Fisch. Mal drin möchte er fangen. Ups. Oh, was kostet das? Oder bei euch ist es auch so, oder? Hier beim rechten Spot, da haben wir irgendwie keine Goldensetzlinge, oder? Hey, jetzt hab ich wieder Fisch verloren. Wirklich? Ja. Es tut mir leid, ich dachte, du wärst schon welche da an. Bei mir war das auch so, Jessie. Hab ich auch gerade geangelt. Du sagtest doch, du bist unbeeindruckt drinne. Ja, das hilft aber nicht beim Angeln. Oh, scheiße. Es tut mir leid. Doch, unbeeindruckt hilft immer. Ich kann Jessie niemals irgendwie staggern. Also bei nichts. Ja, aber beim Angeln ist es was anderes. So? Okay. Ja, weil in dem Fall gibt es nur einen Tag dazu. Und dann unterbrochen werden kann. Jetzt geht der Zug in die sechste Verarschen. Ach komm schon, jetzt bin ich da gerade mühsam raus. Tschüss. Und ich habe mein kleines Hündchen. Ist ja mies. Ich würde dich ja mitnehmen, einfach so oben am T-Shirt-Kragen anbeißen und hinterher schleifen. Lavente. Ja! Abra! Ja. Scheiße. Oh. Oh lol, ich dachte gerade, er hittet mich voll. Ich wäre gestorben. Immer wenn dieser Screen kurz kommt, denke ich immer, ich wäre verreckt. Das ist mir. Ich hab aber immer ganz leise. Oh no, oh no, oh no, oh no. Ja. Alter, nimm das Stück Kuchen hoch und ess es.
Ich bin ja der Zahnarzt, ich guck mal nach. Ja. Echt? Ja. Ja, sieht ziemlich grottig hier drin aus. Okay, tschüss. Müssen wir alles reißen. Ich wohne jetzt hier, verpissen Sie sich. Ich glaube, der Dach ist nicht so nett. Nee. Nichts geht über die Trolle in Valheim, Alter, wo du dich in den Arsch reinlegen kannst. Oh Gott, Mann, das war auch so ein Spiel. Halleluja. Wirklich stand einfach komplett was Falsches drinne. Naja. So. Lanze. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Die Rorschach-Lanze. Oh, so, weil die da hier hinten sind. Ich glaube, ich wurde nie so voll gefressen. Ja. Erzbaum. Powerful equipment is important, but you want to look good in battle too, right? Sometimes it's hard to choose. Excellent. Pass ich noch irgendeinen anderen Quest von mir auf. Doch Mode Gutscheine. Kriegt man die her? Eigentlich ja. Überall, so hört ich weiß. Alles was Starkes. Machen wir Randale. Alles was Starkes, okay, ich mach mal was auf. Was ist denn für Lanze gut? Affinität oder Angriff? Affinität würde ich sagen, ne? Ganz normal wie immer. Beides. Tell me what you need. Alles verstanden. Nee, ich habe eine andere auf. Das ist vergessen und so. Alles gut. Welcher Vorteil schon. Auch, ne? Naja. Ich hab da selber keinen Bock drauf. Also, okay. Ich könnte auch so ein Doppel-Diablos ja, aufmachen, ne? Was meiner Meinung nach die bescheidenste Quest war, also komplett, Locken. War der Doppel Epics hier, wie heißt denn das Viech mit den beiden Hörnern nochmal? Diablos, Doppel Epics, Diablos, nie wieder. Blocken hoch, es gibt immer Blocken und Blocken hoch. Verringert den erlittenen Schaden, achso. Und normal Blocken? Für Lanze kann ich doch ein bisschen offensiv ab, ja. Was sagst du? Geh mal selber kurz mit schon. Offensive ab. Okay. Hast du zum Beispiel vom Lava-Set mit dabei? Ja, warte mal, Untermenü. Fähigkeiten. Offensive Abwehr hast du gesagt, ne? Genau, richtig, ja. Finde ich, ist eine von den besten Fähigkeiten vorhanden. Wenn aktiv, Angriff plus 15 erhöht nach dem Ausführen einer perfekten getimten Abwehr vorübergehend die Angriffskraft. Also ja immer, wenn man blockt, ne? Das ist eine getimte genau, das Abwehr ist, oder was? Blocken und beim bei Wirehax geht's nicht auch. Ist das normale Blocken, wenn man die ganze Zeit mit Schild rumsteht, ist das eine perfekt getimte Abwehr oder ist es einfach nur eine Abwehr? Nein, das ist im Endeffekt, wenn du eine Abwehr hast und dann quasi direkt einen Aufschlag hättest von dem Treffer und du genau da rein blockst, ist es quasi so wie beim Ausweichen, dass du einfach keinen Schaden nimmst. Und das funktioniert mit dem perfekten Blocken auch und dann aktiviert sich der Effekt. Du laggst manchmal ein bisschen.
Okay, was hast du verstanden? Den ich verstanden. Also, wenn du den Treffermonster hast, ja. Monster greift dich an. Und du blockst genau in dem Moment, wo das Monster dich quasi erwischen würde. Also. Theoretisch, wenn du da direkt blockst, kriegst du weniger Schaden und kriegst den Bonus. Blocken oder mit dem Schild gegenschlagen? Blocken. So hätte ich das weiß. Ja. Würdest du gut finden bei Lanze? Schon, naja, Schwächevorteil kann man ja immer benutzen, überhaupt man tut doch die Frage, habe ich mit dieser Lanze, habe ich da viel Affinität? Ich glaube, ich habe da gar keine. Nein, ich habe null. Looking for something new or an upgrade? Können wir vielleicht einen Hiring Ratian machen? Bitte? Hoffe ich nicht mehr. Ich glaube, der ist momentan das geringste Übel. Schade. Ich bräuchte nämlich den Rubin. Hey, könntest du doch davon auch kriegen? Ein Ratian Rubin? Natürlich. Wo kriege ich das sonst her, außer von Ratian? Ist doch, ich hab, ist doch ein Apex-Ratian, also. Nicht gerade offen hab. Apex-Ratian, hat nur Materialien. Ja, kriegst du auch den Rubin. Apex-Ratian nehme ich auch, es ist Hauptsache hier. Hauptsache, wie gesagt, ich hab grad Apex Ratian offen, weil das ist teilweise mit für mich persönlich das geringste Übel so zum Kämpfen. Ja. Bin ich jetzt komplett bescheuert? Rhetorische Frage. Oh, Höchstmacht wäre für Lanzenspieler doch bestimmt sehr gut, oder?
Wenn der Ausdauerbalken komplett vollgefüllt ist, erhöht sie Affinität. Das könnte doch gut sein. Leave it to me. Es tut mir leid, Alex. Ja. Kennst du sicherlich TikTok, ne? Ja, ich hab's zwar nicht, aber ja, ich kenn's. Alter, da gibt's jetzt einen dummen Trend. Du kennst doch diese ganzen Hörbücher von Audible. Ja. Da gibt's jetzt einen dummen Trend von immer diesem, glauben Sie, dass ich verrückt bin? Diese Frage stellte mir Elon Musk in einem Fisch-Restaurant in Silicon Valley. Und davon gibt es die Werbung. Hast du die schon mal gesehen? Nee. Ich glaube, das ist so eine Werbung, die ich nie sehen möchte. Das ist so. Die kriege ich ständig auf YouTube. Die kriegen wohl viele ständig auf YouTube. Und das trendet da momentan. Und die ganzen Kommentare sind einfach nur voll. Mit glauben sie, dass ich verrückt bin. Und das ist so behindert. Mann. Ich weiß nicht, das ist nicht so lustig, sondern das ist schon fast so einfach, das machen wir, glaube ich. Okay. So, ich und meine Übersetzung haben schön. Tell me what you need. Ich brauche. Mir ist das Geld ausgegangen? Thanks. What? Okay. Es ist Zeit, wieder anschaffen zu gehen. Nein, kommst du jetzt mal in meine. Also trete die beide bei, dann. Wir können schon mal anfangen. Das ist ein Epics-Rad, ja. Wir fangen den garantiert nicht ohne dich an. Wir können schon mal anfangen. Was für ein Horn? Hast du das gehört? Ja, natürlich. Macht es uns keinen Spaß. Das ist, wenn wir schon alle dabei sind. Jetzt du auch so. Jetzt du auch so. Ich wünschte, ich könnte dir ein paar Rubine abgeben. Wie viel brauchst du denn? Einen. Oh, ich hab vier. Genau, einen. Ich hab genau einen. Ich hätte den Moment. Nee, war das ein Snowball-Juwel. Ich hab zwei, ich würde die trotzdem einspenden. Ich krieg normalerweise Juwelen bis zum Saufüttern. Gib genau zwei, wo ich es nicht krieg. Drei. Das ist Rathalos, Rathian und Albatron.
wo da ich... Da kriege ich die dämlichen Juwele einfach nicht, aber ansonsten alles doch. Ich krieg vom Theostra einfach kein Juwel. Ich hab den hier schon übel oft genutzt, aber ich krieg einfach keinen. Ich glaube, von dem habe ich 3 oder 4 oder so. Echt keinen einzigen. Und ich hab den... Gibt es Statistiken, wie oft man ein Monster schon getötet hat? Ja, wenn du im 19 Millionen habe ich ja zusammen. Journal reinschaust. Ja, da steht nur gefangen. Nee, 1.900.098. Du hast erjagt und gefangen in der Klammer. Okay, 6 Stück, aber ich habe den definitiv öfters als 6 Mal gemacht. Ich weiß es. Kannst du, dass ich dieses Teil nie bekommen habe? Am besten ist man. Kannst du versuchen, auf sicherer zu essen? Wenn es geht. Ich habe leider schon was anderes gefuttert. Oh ne, ich habe sicherer hier, alles gut. Nevermind. Und schwächer. Sali Bonanza. Hä? Ich finde meinen Hüftschutz nicht zum Verbessern. Was ist los? Ich hab das nächste. 10. Achso, deshalb. Der Lex. Ich brauchte noch ein paar Mal Dauer, aber. Ich muss alles verbessert haben. Gut. Gut. Mach einfach auf bereit, wenn wir los können. Oh. Ich hab eins Nachricht. 170. Wow. Was ist das für ein Kackjuwel? Oh, Alter, lass mal Handknacken. Erotisch. So, ich schwöre jetzt auf meine Mutter, wenn du mit mir den Epic Stratian jetzt First Try schaffst, verspreche ich dir, dass du ein Juwel bekommst. Brichst du mir? Verspreche ich. Ja, aber nur wenn wir den Epic First Try schaffen. Keiner darf sterben. Wie willst du ihm Juwel geben, ja? Nein, dann zieh da einen aus dem Epics. Das heißt effektiv, ich darf jetzt nicht drauf gehen. Ja. Wollen wir doch noch lieber auf Kai machen. Ja. Okay. Wir haben gerade auf Sicherheit gegessen. Ich würde jetzt reinkommen, wenn ich du wäre. Kriegen die wieder nichts gebacken ohne mich. Mann, Alter. Das muss mit dabei sein. So. Ah, so schöne Vorlagen, ey. So. Es wird noch dauern, ne? Ich kann euch wirklich sagen, es wird noch eine lange. Also, es wird noch lange dauern. Also, wirklich jetzt so. Weil ich will ja noch einen Trainingsbereich, ich will mich noch ausprobieren mit der Lanze, ich will die Kombos mir noch angucken, ich will noch eine Dekorrüstungsset zusammen basteln. Es wird dauern. Ich hab natürlich meinen Hunden nicht, das ist ehrlich. Okay. Habe ich echt kein gutes Affinitätsjuwel? Komm, kritischer Blick, wo bist du nur?
Kritischer Boost, wow. Ich muss irgendwann ein kritischer Blickjuwel haben. Ganz schön kritisch, wa? Ja. Sorry. Ich war dieser Wortspieler rein. Hör mal auf, mich zu kritisieren. Okay, ich glaube, es wird nicht besser. Hier ist kritischer Blick. Nein. By the way, ganz viel von diesen komischen Käfern, also von diesen Funikeln. Quote. Am besten, du isst doch alle, wenn du den Rubin wirklich brauchst, isst irgendwie alles auf Glück. Mach dir irgendwie eine Glücksfähigkeiten rein in die Rüstung drin und. Ja. Damit das ist das große Problem. Ich brauche eigentlich das andere Futter, dass es mich am Leben hält. Ja, wenn du schnell genug haben willst. Gibt's hier noch was Besseres mit kritischer Blick, bitte? Sag mal, wann bist denn du? Also die Community besteht ja schon seit zwei Jahren jetzt? Ja. 2 Jahren und 5 Monaten. Wann bist denn du eigentlich in. Oder wann bist du generell reingekommen bei uns? Vor einem halben Jahr oder sowas. Also vor einem halben Jahr, ja. Ich bin jetzt nicht ganz deutsch. Ja. Ich bin nicht so lange mit dabei. Sicher? Im Januar oder so? Ja. Nein, warte mal. Das muss doch schon ein Jahr her sein. Das muss letztes Jahr im Sommer sein. Ja, dem, ja. Das vergeht so schnell. Über Facebook war das, ne? Ja, genau, richtig. Ja. Ich mache mir gar keine Mühe mehr zu suchen, weil das wird immer schwieriger. Die wollen alle selber Discord-Server errichten und Monster in der Communities. Und die Admins sind meistens arrogant, bis zum geht nicht mehr. Und egoistisch. Sprichst du aus Erfahrung? Teilweise. Also ich bin schon mein ganzes Leben eigentlich in irgendwo Admin gewesen. Und dementsprechend habe ich auch teilweise auch die Erfahrung, also generell schon sehr, sehr viel. Also ich bin schon in meinem ganzen Leben insgesamt in sämtlichen Spielen wahrscheinlich schon seit mindestens 8 Jahren Admin irgendwo immer gewesen. Und habe ja dementsprechend auch die menschliche Erfahrung und was so die Menschenmasse so an sich möchte. Und dann weiß ich ja halt auch und mache auch natürlich das anders, was andere Communities anders machen. Die bei 20 bleiben und niemals größer werden und immer wieder viele Leute auch gehen pro Woche. Und ich mache ja auf Demokratie und auf. Ich tue viele Listen erstellen. Und wenn Leute irgendwie Probleme haben in der Community mit anderen Leuten, dann sollen sie ruhig zu mir kommen und dann habe ich auch, habe ich ja in der Regel alles reingeschrieben in den Regeln. Dann habe ich auch eine Schweigepflicht, ich erzähle niemandem was. Außer Jesse jetzt, außer die anderen Admins. Und wir besprechen uns Admins auch, wenn irgendwas Kritisches wäre mit irgendjemandem. Also bevor wir jemanden rausfeuern, besprechen wir das wirklich öfters. Also wirklich öfters. Ja, aber ich denke mal gerade so soll es eigentlich nur in den Communities einfach. Es gab mal einen sofortigen Rausschmiss. Weil jemand Fremdwerbung gemacht hat. Da hat jemand einen Discord-Server erstellt und Leute in WhatsApp und in Discord rumgefragt, ob jemand auf seinen Discord kommt. Auf seinen Monster Hunter Discord. Ah ja, beinahe englische, kenne ich aus. Also das ist jetzt nicht direkt abwerben, denke ich mal. Das ist, naja, nicht so, ja, halb, würde ich sagen. Ich habe es vielleicht ein bisschen mehr kritisch gesehen, als es vielleicht ist. Aber erstmal, wozu habe ich diesen Discord erstellt? Zweitens, er geht in die Community, in WhatsApp oder Discord-Community und fragt noch, ob jemand in seine Discord-Gruppe. Und dann habe ich ihm auch gesagt, der zweite Grund ist, du kannst daraus, ja, wenn du eine Menge Leute gesammelt hast, kannst du ja daraus eine Community auch machen irgendwann. Und das ist dann dementsprechend auch abwerben. Und am Ende habe ich erfahren,
dass er wirklich in mehreren Communities nachgefragt hat, um seinen Discord-Server so groß wie möglich zu machen. Also da hat jemand ihn verpetzt und ist zu mir gekommen und hat gesagt, der versucht wirklich Leute abzuwerben, um wirklich so groß wie möglich zu werden. Da denke ich mir, okay, da habe ich nichts falsch gemacht. Ja, also ich sage immer so, es kommt nur darauf an, wie sich die Leute im Allgemeinen verhalten. Aber solche Aktionen sind halt schon ein wenig, ich sag, das ist freundlich verhaltensoriginell. Wer so. Noch nie gehört. Ne, das ist die freundliche Variante. Also ich komme aus einem Gesundheitsberuf, da muss man ja sehr freundlich machen. Diese Verhaltensweisen zu umschreiben. Sagen wir es mal so. Ich wünsche, ich würde so eine Amnesie. Legios mit Ratian, oder? Nimmst du gleich ein Viech mit hin, dass wir den Ratian gleich lane? Aha. Hab ich noch Lymphnetzen mit? Natürlich nie. Dann geh noch kurz entsuchen. Ich würde genau raus. Nichts was anderes? Alter, haben wir Mücken in der Bude oder sowas? Ich beißen ständig irgendwelche Viecher, merke ich mir gerade. Ich krieg ständig das Jucken. Weiß nicht. Also holst du den Almudron oder den Mitsu zu, nur weil der Mitsu ist gerade bei mir in der Nähe, deshalb. Prinzipiell lass uns mit zuerst für Schnauze rennen, wenn ich einen von diesen Mitsu finde. Okay. Also öffne die Map, da sind die verzeichnet. What are you looking for? Take care. Da kommt es so. Welcome to my shop. Ah ja, gleich ums Eck, sehr schön. Gleich ums Eck ist auch das große böse Monster. See you later. So, ich hol dich mit den Almudron. Hier kommen Putt. Ah. Du holst den Almudron? Ja. Dann hol ich den mit dazu. Noch nicht gleichzeitig. Lass es erstmal, wie heißt es nochmal? Lass ihn erstmal ein bisschen Damage schlucken. Davon. Und dann lass es erstmal ordentlich draufprügeln und dann können wir den mit dazu holen. Das wird kein Mount, sondern ich verschwenden. Uns liegt er ja doppelt und dreifach und wir können kein Damage machen, während er uns nicht anwalt. Ich renn grad hart an dir vorbei, Achtung. Ich hab da sowas Böses im Rücken. Hier gibt's ja noch gar keine Dekorwaffen, ne? Nee, nur die, wie heißt denn das? Ich weiß nicht, wie es heißt. Randale-Waffe, kannst du. Ja. Stimmt, ich kann ja noch die Waffe an sich verbessern. Angriffsbonus. Wie von Vorteil. Angriffsbonus. Looking for something new or an upgrade? Wenn wir erstmal noch drauf klopfen, bis es knapp wird und dann? Leave it to me. Wie meinst du? Oh, er liegt ja immer noch, null.
Ja, schon wieder. Gebrochen, gebrochen, weg, weg, gebrochen. Was ist denn das? Wir müssen den First Try machen, ne? Oder habe ich was falsch verstanden? Nee, nee, alles gut. Ich war gerade ein bisschen überrascht. So, was wir nicht geil ganz genug haben. Also, ich bin einfach vergiftet. Tschüss. Fand ich nicht nett, Kollege. Wenn du willst, kannst du dich ganz kurz zurückziehen. Ich hol kurz die Mitsu. Bitte, bitte. Wieder nur einen zweiten Switch-Version. Den zweiten hast du doch. Ja, den zweiten hab ich doch, genau. Dann holen wir bitte die Mitsu, wenn du meinst. Ja, Moment, ich muss nur kurz ein bisschen ausweichen. Ist gut. Ich hab's gesehen. So ein Feuerball, Junge. So ein Feuerball, voilà. Mitten ins Wissen. Ah, wo ist die Mitsu? Ah, unten. 10. Oh, das ging ja auch noch. Putz, 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 nicht weglaufen. Ach, Breath Core, du hast ja sogar schon mal gefollowt. Ey, hey. Er dreht gerade hart auf. Ja, wenn mir den Zone nicht getroffen wird. Nee, nee, alles gut. Das war jetzt so. Keine Aussage von was schnell, ich bin am Arsch, sondern das war eine Aussage von seinen Angriffen. Wir werden gerade schnell. Also ich halte sie noch locker durch. Hätte die gerade hart Nein. Haben sogar schon gezockt zusammen. Ach so. Kenne ich nicht den Dude. Ich sollte einen Schlepper haben. Mit Raven. Irgendwie lese ich zurzeit, also ich lese ja, habe ja generell bisher immer so viele Leute im Chat gelesen. Ich, ja. Ist manchmal so mit der Erinnerung so ein bisschen, naja. Ne? Er ist einfach Mainless, oder? Mit dem Erinnern ist ein bisschen schwierig manchmal. So. Welcome. So, what can I help you with? Kannst du mich gegenheilen? Ja, Moment. Ich bin halt nur einfach vergiftet, deshalb ich weiß es nicht. Ja, ist kein Problem. Was ist das Ziel? Das hatte ich schon mal in Word. Ich bin ja jahrelanger Morphax-Kämpfer, aber jetzt will ich das wohl wirklich ausprobieren, weil ich in den Trailer von Sunbreak gesehen habe mit den Lanzen-Moves. Da will ich jetzt mir gerade mal wirklich Lanzen anprobieren. Die beiden anderen machen gerade ein Apex-Monster, aber ich stoße dann dazu. Nee, stoße. Ja. Ja, ich weiß, ich schleudere gerade ganz schön das Kampffeld, I'm sorry. Alles gut, alles gut. Jetzt, ich mach das erst im letzten Moment, deshalb. Alter! So kann man es auch machen. Wie selbst soll er Ratian gerade kassieren? Ja. Yep. Ich weiß nicht, was das gerade war, aber ich muss sagen, dass. Yes. Er liegt halt einfach schon wieder! Ich hab grad richtig gerade. Und jetzt ist er angefangen. Weg. Ich würde mich auch verpissen, wenn ich der Radian wäre, du. Oh, fliegst du mich zu? Ja. Kriegen wir den nochmal noch mal. Das war grad so mies.
Also ich gehe schon weg, weil ich denke, gut, er ultet jetzt, gibt uns jetzt voll T-Lag oder so ein Shit, aber... Was war? Ja, ich habe so gedacht, wenn ich schon dabei bin. Oh, herrlich. So. Ja, ja. Ja, ja, wir alle, meine ganze Community auch. Also, sehr viele Leute davon. Ja. Bin ich gerade zu dumm, den zu finden? Ah, ich hab ihn gefunden. Ich hab jetzt das Tunnel gefunden. Ja, Shuizu ist ganz unten, glaube ich. Feuerball. Also ungefähr. Ich bin da einfach zu früh abgebogen. Oh lol. Ohne Hund ist das echt mühsam, ja? Ich muss nochmal anmerken. Ich weiß gar nicht, wie man ohne Hund spielen kann. I'm sorry. Lol, ich hab ihn gelegt bekommen. Weil er so viel Damage gerade geschluckt hat. Ich bin betäubt und einfach nur dieses Damage legen. Ich muss mal dringend schleichen. Ja. Ich bin gleich da. Ich brauch jetzt. Alles gut. Ich mach kurz taktischen Rückzug. Und du greifst die Flucht. Welch schleifende Angelegenheit das doch ist. So. Sieht mehr panzerisch aus, ja, ne? Naja. Au, was ist das für ein Feuerball ins Gesicht? Ins Gesicht. Oh oh. Shit. Was war das, Buko? Was machst du mit deiner Panik? Ich? Ich hab den schönen Rubin bekommen, jawohl! Das Loot Drop! Ja, nice! Ich hab doch gesagt, ich schwör! Ich schwör! Ich schwör auf dein Leben! Ja, er liegt wieder! Jetzt hab ich gerade einen Lauf gehört! Ah. Die brauchen Kai gar nicht, Alter! Ne, verpiss dich! Alter, ziemlich! Die Leute heilen und sich in der Kopfschmerzen. Was ein Mobbing-Opfer. Yo. Ich bin ja nur noch am Boden. Aber das ist ein Apex. Ich krieg das halt überhaupt nicht mit. Ich muss mal angucken, wie das aussieht. Das ist böse. Oh yes. Oh yes. Ah, ja, er ist böse. Ja, jetzt ist sie richtig. Oh yes. Aua. Sie wird zu sehr nur vergiftet. Ja, dann no. Ist gut. Brauchst du wieder gegen Heilung? Nee, ich könnte mich selber kurz hochheilen, dann habe ich auch meine Tränke. Alter! Kämpf weiter, ich mach. Ich muss nur schauen, dass ich mit der Bass wieder rausgehe. Ah, okay. Rubine aus dem Looter, das ist halt eine 0, irgendwas gefühlte Chance, dass du das draus, die du hast, einfach bekommen. 2%, glaube ich, sind die Fundstücke. Ja, wo fliegst du jetzt wieder in die Bahn? Die 2. Der Almatron wäre ziemlich gleich ums Eck, eigentlich. Woran kämpft er noch nie zu? Aber den haben wir schon. Was bin ich abgeprallt? Komm schon. Ja, mich auch gerade in der Luft rausgeholt. Wo willst du bitte den Schwanz entfernen, der nervt gerade? Ja, geht leider schlecht. Keiner von uns bietet. Das ist so falsch. Scheiße, bei dem Raum. Und nochmal. Nicht? Ich zu tun hat den Ort verlassen, neues Monster. Weil's. Nee, Jurototo, schade. Weil's sag's. Die junge Dame so nicht. Ich. Okay. Zieh mich mal ganz gut zurück, weil ich mal was checken muss. Ja, mach das. Ich überleg mal, ob ich sie nochmal hinleg.
Miefnerz ist in der F. Weg zur F. Ich hab noch nie auf den Juratodos gerückt, glaube ich. Jetzt halt. Sieh. Das kann ich auf dem Akkordeon spielen. Wie ist das Akkordeon? Habe. Vor einer Ewigkeit. Ah, okay. Aber Klavier kann ich immer noch. Da ist ein schönes Geschenk für dich. Will ich das wieder angreifen? Sekorrüstungs... Kann man ein Dekorrüstungsset speichern, hä? Unter die ganz unten mal aussehen. Aussehen. Am Fisch noch. Was, dann kann ich kurz nachschlafen gehen? So, da ist ein Fisch. Jo. Das hab ich weggeschleudert, aber mir hat absolut keinen Schaden gemacht. Okay, kommt gleich noch ein. Magerkugel. Soll ich ihn holen? Ja. Gleich, aber hier nimm erstmal die Damage-Phase wieder mit. Achso, ja, stimmt, da war was. Ah, das ist der langsam. Ey, ist so. Kann man Apex-Viecher eigentlich fangen? So ganz dumm gefragt. Nee, kann man leider nicht. Jetzt kannst du die Nager holen. Wenn du möchtest. Ich werde wieder. Warum ist der Nager nicht unbedingt dafür? Nika? Nee. Achtung, das war's, Roman. Ja. Hast du beides abbekommen? Natürlich. Einfach reingedockt. Natürlich. Was denn sonst? Alles andere wäre auch viel zu lang. Und gleich noch mal in die Kisten reingeschoben worden. Das ist ja ehrlich. Das ist toll. Okay. Eine Sackratte. Lass ihn schlafen, lass die Sackratte pennen. Schlafen die überhaupt? Schlafen Apexe? Ja, aber der schaut ziemlich schlafend aus, ja. Okay, warte, ich schleife noch kurz und dann werde ich ihn überraschen. Dito. Oh, Leute, wie sind gut. Soll ich was länger schleifen? Ja, ich habe das Schleifhebel drin. Ich meine, ich könnte auch mit einem Earthshaker aufwecken. Oh, wie er, wenn ich treffe, weil er sich, weil er gähnen muss. Mama sagt so. Aua! Oder das? Dieser Angriff macht mir halt absolut keinen Schaden. Ich hab irgendwas mit. Ich hab gesagt, ich hab versprochen, nur es bekommen. Also. Glücklich. Pass auf, jetzt zieh ich noch zwei Raten und wieder raus. Ich hab nichts bekommen, aber ich brauche eine Belohnung. Wir haben ja über viel gebraucht. Belohnung, dann noch zwei. Wenn du mit mir spielst, kriegst du sowieso immer mehr Shit, Alter. Kai lutscht immer gefühlt bei Capcom, der hat immer was. Er hat immer irgendwie Scheiß. Thank you.
Tatsache. Noch einen Edelstein und eine Platte. Lulli? Find ich toll. Mag ich. Würde jedenfalls so, etwas mitmachen. Klar, kannst du. Du schaller da Ohren, die würde fehlen. So nicht nur einmal. Mittlerer Stoß. Oder was? Sonst kommen immer nur so eine normalen Viecher, ziemlich eklige Drachen, älteste. Ja, ich bräuchte halt Kuschala noch. Den habe ich auch noch offen. Ich würde mich gerne machen. Ich muss jetzt erst noch schauen, wie die Epic muss ich noch schauen. Nee, Epic muss ich noch. Der ulkige Epic muss ich noch. Nicht, dass ich den Käse auch noch brauche, Mann. Ah. Man irgendwie... Achso, da muss man lenken einfach. Okay. Ich hab noch dann lese ich die Ausdauer nicht auf. Okay. Verdammt. Bräuchte ich noch vor original 2 der Ora da. Den einzigen der Ora, der ist nicht mehr. Ah, okay. Nochmal was? Den einzigen der Ora, den ich offen hatte, wäre in einer schweren Position mit Schwer-Doppelpunkt von Sturm und Feuer mit dem Tioster zusammen. Okay. Oh mein Gott, lol. Ja. Das will ich wieder brauchen und dann. Und liegen los, okay? Mhm. Alles gut. Mhm. Gedrückt blocken, Konterstoß, hoher Stoß, weiter Wischer. Sturm. Wie kann man noch mal? Weiß jemand von euch das, wie man
Das ist dann nicht der Monster in der Community Discord. Wir sind gerade auf dem Monster in der Community Discord. Wie kann man denn... Irgendwie konnte man doch an die Seilkäfer-Moves, warte mal. Da muss ich die Seilkäfer erstmal aufladen. Man kann doch perma Seilkäfer haben. Ich gerade mal gucken. Seilkäferbalken 2. Ich mach mal auf 3. Ne, unbegrenzt. Ah, okay. Ne, warte mal. Hä? Ich kann dich in einem Konter reinsetzen? Ankerwut. Hä, was war das? Hä? Was ist denn das Zustechen? Der ist im Panel unten. Oder du gibst MH Discord ein. Hä? Was passiert dann, oder? Hey, jetzt will ich mal nochmal ganz kurz aufkommen, weil ich das wissen muss. Sorry. Bisschen reibern. Kein Problem. Was zum Teufel ist das für ein Angriff dann? Okay. Also Ausrufezeichen MH Discord, warte. Ne, das ist der falsche Command. Ich guck mal ganz kurz nach. Wann der Command nochmal. Discord. Nee, Discord MH. So. Ist übrigens alles in meinem Info-Panel. Das stehen alle, also mein Panel, da habe ich ein Dinges entworfen. Übrigens, du musst etwas machen, wo ich dich dann freischalte. Du musst reinschreiben, was für Monster Hunter Games du spielst und dann schalte ich dich schon frei. Wenn du willst, kannst du auch in die WhatsApp-Gruppe, wenn du wirklich gerne möchtest. Überkennen muss. So, schreib einmal in die Willkommenshalle. Achso, hast du ja schon. Rise und World. Ach, und Stories, okay. Stories. Rise, World. Okay. Du. So. So, man kann ja, man kann ja, man kann ja. Fähigkeiten ändern. Wechselkünste. Ankerwut. Eine defensive Fähigkeit, die einen Schild und Geduld erfordert. Die Technik absorbiert effizient die Kraft des gegnerischen Angriffs. Das ist sehr riskant, aber je mächtiger der Angriff, desto den du absorbierst, desto mehr steigt die Angriffskraft. Mit der Aktion pariert dein Schild Angriffe. Danach lässt ein Seilkäfer dich vorwärts schleudern. Verwirre dein Gegner und fährst deine Flut von Schlägen. Oh ja, den kenne ich. Den habe ich gesehen auf YouTube. Egal, während du... Den probiere ich mal tatsächlich aus. Gibt es nicht noch mehr Wechselkünste als zwei? Oder gibt es mehr bei Lanz? Also du kannst halt pro Skill zwei Stück haben.
Also pro, also Wechselkunst 1, Wechselkunst 2, Wechselkunst 3 kannst du Alias aus zwei auswählen. Aber du musst halt erst freischalten durch die Quest zum Beispiel oder durch den Typen. Ich habe alle Quests schon gemacht, deswegen wundere ich mich gerade. Dann liegt es halt daran, dass du, ich glaube, 10 verschiedene Waffen von einer Lanze brauchst. Oder von einem Lanzen, von Waffentyp brauchst du 10 Waffen. Individuelle Was? Quasi. Oh. Und dann bekommst du nochmal eine Wechselkunst. Also, eine bekommst du ja durch die Quest, eine bekommst du durch, durch das Machen von Waffen, das und die andere bekommst du ja durch die spezielle Quest da. Also einfach nur Waffen craften, 10 Stück, meine ich. Genau. Also nicht dieselben, du brauchst halt 10 verschiedene Lanzen, musst du besitzen oder besessen haben, so. Okay, das ist easy. Halte gedrückt und gleich drücke X für einen Schildangriff. Zum Sprung. Dann kraftst du in einen Monster, verursacht der Schild stumpfen Schaden. Das Manöver ist also beides offensiv. Okay, probieren. Probieren. Oh mein Gott! Ah! Oh. Braucht natürlich Ausdauer dafür. Der Ansturm oder was? Nom, ja. So, normal probieren. Ah! Kann man weiter rennen? Nee. Nur ganz kurz so. Also, ich find's den halt geil, aber ich finde den normalen Anschluss irgendwie besser, weil du kommst dann halt von A nach B, wenn du halt gerade kein Parlament hast, kommst du halt so schnell hin. Du machst halt mega viel Schaden. Hui! Oh, okay, den finde ich nice. Erst drauf klarkommen. Okay, dann crafte ich mal. Danke für die Info. Crafte ich mal mehrere Waffen. Einfach mal so schnell. Just tell me what you need. Looking for something new or an upgrade? Oh, jetzt habe ich eine Ausgerüstung aus Versehen. Na egal. Leave it to me. Piece of cake. Excellent. Leave it to me. Piece of cake. Leave it to me. Piece of cake. Excellent. Piece of cake. Leave it to me. Piece of cake. Excellent. Leave it to me. Excellent. Come again. Okay, ich habe theoretisch 10 verschiedene Waffen, aber das hat jetzt nichts gebracht eigentlich. Oder muss ich die abholen? Ja. Die Fähigkeit holst du bei dem Arena-Typen. Ach stimmt, ja. Ja, er hat mir was zu sagen. Ah ja, Insta-Block, ja. Und nochmal hin. Mal gucken, wie das ist.
normales Blocken drücke ich. Kurz bevor du getroffen wirst, drück X nach einem erfolgreichen Insta-Block, um einen Kreuzwischer auszuführen. Probier ich mal. Perfekten Block. Direkt beim Angriff. Direkt nach dem Angriff. Jetzt muss ich drücken X, ne? Fischer. Oder X und A. Warte mal, muss ich mal gucken. X. Beim erfolgreichen Insta-Block. Mach ich doch. Sieht aber nichts. Nö, da kann die. Hä, da passiert nichts. Ich mein's grad schon. Was sagst du? Was meinst du? Diese dritte Fähigkeit mit Insta-Block. Servus. Servus. Denkst du uns Insta-Blocken? Oh. Hier ist noch ein neuer drin, hallo? Hallo? Die Stimme kenne ich nicht. Wer sind ja. Sie? Was tun Sie hier? Ich bin der geheime Stalker. Ich wollte mal kurz fragen, wo Sie wohnen. Ah, ich wohne auf Kaixos Rasen. Ah, okay, verstehe. Nee, wir haben hier einen Sprachkanal und jeder, der da reingeht, wird von ihm gekickt, weil runter von seinem Rasen, er ist halt schon alter. Ich werde nur nach das hinten geschleudert. Ja, wir warten gerade. Also wir wollten gleich zum Fest aufbrechen mit Schalada Ora und ich weiß nicht, wie es aber PST ausgab. Also das ist die schwere Version davon, die brauche ich schon. Wenn du kommen möchtest, Grafcore. Ja, also ich, kurz zum Block hier. Genau. Oh lol. Man muss ja wirklich, also perfekt machen. Ja, Frame Perfect muss man, ja. Oh mein Gott, okay. Ja gut, Elden Ring regelt teilweise. Ja. Um zu trainieren mit dem Frame ausweichen, Frame blocken. Jesse, das ist jetzt echt eine Frame-Waffe bei mir hier. Ich muss Frame blocken. Auf sowas stehst du doch, komm, halt's wohl. Ja. Deshalb gehe ich auch auf Zauberwellen, weil ich nicht kann, ich scheiße. Man braucht echt Frame-perfektes Blocken. What the fuck, ist das geil. Jetzt haben wir rausgefunden. Okay. Gut, ich bin bereit. Moment. Jetzt warten wir noch kurz auf die anderen. Welche Scheine? Alles gut. Ja, nicht. Ihr vermeidet nicht kommen zu sagen. Ja. Wir sind in live, oder? Ist doch egal. Wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr Spaß. Alex, ein Spruch. Ist auch so. Der Spurs war auch schon hallo. So alt, wie Alex wahrscheinlich ist. Er ist wahrscheinlich sogar älter als ich. Um ganz ehrlich zu sein. So alt bin ich noch nicht. Schönen guten Tag. Tschüss. Tschüss.
Bitte nimm jetzt erstmal noch wieder deine Morph-Axt, Kai. Ja, die Quest ist ekelhaft. Nein, ich tank einfach alles. Das muss ich sehen. Ich wollte gerade sagen, ich auch. Wir stehen zu dritt hinten und schauen ihm zu, wie er es macht. Ja. Was spielst du jetzt gerade, Jesse? Auch Hammer wieder? Klar, ich habe heute noch gar nichts anderes gespielt. Wolltest du nicht mal die Energieklinge ausprobieren? Ja, aber wenn wir gerade diese schweren und Kenner-Quests machen, die ich noch offen habe, gehe ich lieber auf Altbewährtes zurück. Ja, stimmt, das ist verständlich. Ja. Ich fühle mich danach, ey. Ich habe die Energieklinge dabei, also keine Sorge. Let's do this! Ich liebe diese Sandebenen-Musik. Oh, für alle, die Monster Hunter Trial gespielt haben, einfach zwei Maps, einfach Sandebene und Blutebene, einfach konvertiert in Monster Hunter Rise und ein bisschen verbessert. Und Monster Hunter Tri ist einfach mein Kindheitsspiel, damit habe ich angefangen und oh, Shakusel, wo ich diese Ebenen gesehen habe, habe ich so geschwärmt. Ich habe so hart geschwärmt. Und die Musik ist übrigens vom Flutwald eine Musik und von der Sandebene eine Musik, ist auch beides abgeleitet von Monster Hunter Tri und mit Gesang dazwischen. Oh, herrlich, einfach nur herrlich. Ich hab Tri Ultimate einfach gesuchtet. Ich hab, also mit der Wii-Version halt, mit Tri an. Und in der, wie heißt die Stadt? Die Locklack City? Ich glaube, so hieß sie, oder? Irgendwie so. Wie gesagt, damals. Beste. Ding war. Beste Mehrspielerstadt. Beste Mehrspielertaverne. Beste. Eine bessere gibt's, also bisher gibt's keine bessere. Monster Hunter Rise ist schon sehr schön. Bisher auch die zweitgeilste, die ich finde. Aber die auf der Wii von Monster Hunter 2, das war die beste Taverne. Die beste Online-Taverne, die es jemals gab. Von damals konnte man sich richtig gut Sachen finden. Oh, das war auch so schön, das fehlt mir hier so richtig. Da einfach sagen kann, hier, ich brauche auch noch den und den Kristall und du kannst sagen, hey, ich habe noch zwei davon, die kann ich dir gerne geben. Ja, genau. Also wir haben eine. Oh, yo! Der Frame-Angriff ist geil. Oh, shit. Mein Leben geht's nicht gut. Ich hol mal den. Doch für Jahre, nur für Jahre. Oh nein, Alter, das haben die Leute nicht gepusht. Was ist denn? Du sagst, du hast noch so einen geilen Spruch. Ich weiß noch nicht. Ich hab's mal alles gemacht, so, was das Spiel rausgekommen ist und dann. Läuft. Shit. Ich hab immer, wenn ich sterbe, seit Monster Hunter World ist das da genannt. Soll ich jetzt mal eine Tür kommen? Die Fuck. Voll wenig Schaden, was ich hier mache gerade. Oh, komm schon. Irgendwas habe ich beim Set komplett falsch gebaut. Was soll das Set hier nicht warten, doch? Das ist gerade nicht. Ich guck dann nochmal. Ich weiß. Wenn sich jemand auf Lanze auskennt, ne? Ja. Erstmal auch die Randalen-Lanze genommen wegen viel Angriff, viel Affinität, aber.
Irgendwas ja, fühlt sich nicht ganz richtig an mit der Lanze hier. Ich bin halt mega ein Fan von den ganzen Nagakuga-Sachen. Wir haben halt Crit ohne Ende. Wie playst du schon Nagakuga-Hammer? Nice. Nagakuga, Nagakuga. Das hat das schönen Schaden gemacht. Hier komme ich. Oh, Mighty Smile. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Kriegst du bald an von irgendwann. Du hast schon mal getroffen. Es ist immer noch unmenschlich, wie sehr wir den Epic Slatian von Samina. Das war einfach nur noch schlimm. Oh, das war gerade auch ein geil getimtes. Ach nee, falsch, verdammt falsch. Zack. Zack. Ja. Oh, na, no, oh, na, no. Oh, schon, jetzt geht's schon wieder los. Es geht schon wieder los. Alter, irgendwas mache ich falsch. Ich schmeiß kurz gegen den T-Rex. Wo ist der? Hallo? Hinter dir. Oh. Das war gerade echt eine scheiß Ecke. Kann ich auch. Muss man nicht alles nachmachen. Weibchen. Flammenwerfer. Nein, I'm in danger. I'm in danger. Just two ways. Schläft er gerade? Ich schläft doch nicht. Er ist für den Sanft hingefallen einfach. Oh, oh. Woohoo. Oh mein Gott, aua. Das war heiß. Warum hab ich das gerade nicht getroffen, Leute? Das frage ich mich auch, ja. Oh oh. Nein, renne. Fuck. Hab ich falsch den Knopf gedrückt? Ich bin gerade auf meine Eltaste gekommen, Scheiße. Wie hat mich das nicht getroffen? Aua. Er hat mich gerade versucht runterzuschmeißen. Das war vorsichtig. Mord versucht. Immer noch ein scheiß Theo überstanden. Aua. Vielleicht soll ich mich einfach pissen, statt drauf zu holen. Mann. Oh mein Gott, ich hab ihn jetzt den Todes-, also den Stoß gerade verpasst. Es geht schon wieder los. Immer mindestens zweimal. Der erste Teil ist gebrochen. Das Ende vom Anfang. Nee, das Ende ist krass. Ja, genau. Das Ende vom Anfang. Aber ich glaube, vom Schaden mache ich gerade irgendwas falsch. Also wenn mich jemand, wenn ich zeige dann nochmal mein Set, aber wenn mich irgendjemand korrigieren möchte, kann er gerne machen. Ich hab von Lanzen wirklich wenig Ahnung. Eo. What? Ah, Kai hat gerade den Angriff für mich weggeblockt, Alter. Sonst hätte ich den, glaube ich, voll in die Fresse bekommen.
Ich hab Lust, dass Fatalis hier rin kommt. Bist du komplett bescheuert? Oh, Fatalis und Ryzen, mein Bank, gell? Ich weiß nicht, entweder wär's zu schwer oder zu einfach. Eins von beiden. Ja, eh so wie immer. Ich kann ja das, Hilfe! 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 Erstmal, wir haben einen Flashback. Wo gibt es bei Duster? Nein. Achtung, ich komme von oben! Ich hab mich getroffen. Oh, hi! Alter, ich sehe eine Explosion. Schön Feuerball. Das kann auch immer nicht. Oh mein Gott. Er hat Punkt gemacht. Ich wische halt seinen Kopf nicht, er dreht sich immer zu. Das Problem ist, dass ich momentan in diesem Kampf gegen Teostra wenig Sicht habe. Same. Wir sehen alle nichts. Ich bugge mit der Kamera direkt in ihm rein immer wieder. Bitte. Oh, scheiße, ich dachte, das wäre länger. Ulti! 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 Ja. Geht's euch gut? Ja, gerade so. Achtung, bisschen Lebensstaub. Danke. Ich mach jetzt ein Elfer-Pissimo. Elfer-Pissimo. Du bin ich? Nee, ich bin wirklich nicht verliebt. Oh, der ist schon tot und könnte schwimmen. Was ist der Plan? Ich hoffe, die sind nicht tot. Die andere. Über beide dann gut. Wenn einer noch eine. Wir haben jetzt schon eine Marke. Okay, ne, so. Alter, ich sehe einfach nur Wand und hier auch drauf. Ja, muss da ja auch nicht sehen, oder? Ich bin jetzt gerade runtergegangen. Das kommt nicht, dass ich wieder einen Mann mache. Irgendwas ist gerade aufgeblitzt. Oh, wirklich, ich bin nicht. Das klappert. Ich bin der Bomber. Okay, let's go. Kleinstes Exemplar, Luis. Lächeln. Mich aber auch. I'll help myself. He's a small boy. Was machst du denn mit unserer Edelstein? Ja, komm, jetzt mal, hast du bekommen. Ja, natürlich. Oh, ich hab auch einen bekommen. Gerade. Let's go! Eine Frage. Das ist unsympathisch. Ja, weiß ich? Hatte ich. Ja, du sowieso. Wir haben uns alle lieb. Halt die Fresse, Geflügelpresse. Hey. Nein, ich wollte. Einfach nur Wütner. Da steht ja nichts drin. Achso, hast du liebe Herr Kuschala? Herr Kuschala ist. Richtig selbstbewusster Eule. Dein Affe, Alter. Ist es Vieh am Kotzen? Oder weint? Ach, es weint. Ich dachte, es kotzt. Es kotzt vor Weinen. Glückswesen. Bei Kai. Irgendwo bei mir. Bei Kai ist das. Was? Bei Kai. Glückswesen ist bei dir. Glückswesen. Sammel es auf für mehr Money. Oder mehr Loot. Mehr Loot. Zasteule war. Mehr, Oh, er hat mich erst gesehen, also. Mehr Belohnung. Sehr gut. Das heißt, ein Edelstein rückt näher, gell?
Kann sein, dass ich mich gerade komplett verirre. Nee, danke, später vielleicht. Okay, ich schreib schon. Alter. Lass den Kack. Sorry, ich muss kurz was essen. Komm schon, ich war doch schon in der Luft. Ich weiß nicht, ob das für Lanze normal ist. Ich mach bei der größte Schaden, den ich mache, ist pro Schlag 110. Also mit einem guten Schlag, meine ich. Kommt halt auf dein Bild. Und ich habe halt auch bei einem Speedrunning-Video gesehen, da macht jemand 200 und 300. Mache ich irgendwas falsch? Vielleicht Crit anders. Vielleicht genau, wenn er Crit macht. Dass man sogar die Schadenszahlen hier ausstellen kann, finde ich total ähnlich, aber anscheinend kann man sagen. Cinematic Reasons. Der ganze Bildschirm ist mit Anzeigen zugeböllert. Cinematic Reasons. Und dann lässt der Rest alle halt auch mal ausmachen kann. Ja, nur mit deinen Schadenszahlen. Mit den, ja, von den anderen Leuten nicht. Also. Und von deinem Hund. Wo ist denn hier dieses Viech? Ach, da hinten. Ich bin nämlich in der Ragnarok. Nein, nicht im Mief, der Tor! Jetzt ist der erstmal wieder runtergefallen. Ah, right on. Ich liebe diesen Taxifahrer. Ja. Er fährt alles, weißt du. Er geht gefühlt ein Kriegsverbrechen. Und er so, ah, so gut da. Alter, man kann bei ihm nicht alles blocken. Wenn er eine Ulti macht. Aber zumindest das... 75% von allen. Warum nicht mit diesem Superblocken? Harry, der Geheimagent. Er hat übrigens einen richtigen Text, dieses Intro. Wusste ich erst um. Komm schon mal, ich will schon zum Ragnar holen. Gut, das hab ich den Mythos abbekommen. Wie? So, das Mythos hab ich den Mythos abbekommen. Ja, hat er, weil er hat auch den falschen Begriff, waren beide da und sind jetzt zu den Pigels. Deshalb lasse ich die beiden jetzt mal ganz kurz fighten und dann kann ich den Partner gleich zu öffnen. Alter, greif dich mal nicht schräg an, Ron. Hab ich gerade ihn zum Reiten gebracht? Geil. Steuert ihn in Ruhe. Oder kommt zu mir, dann machen wir so ein Epic Battle. Wie wird das mit Drachenzähmen leicht gemacht? Und betäubt. Der Finanz ist geil. Absolut. Okay, jetzt geht's.
Die Lanze ist so geil. Jetzt geht's wieder los, Alter. Oh, ich sehe gar nichts mehr. Scheiß Spinne. Ah. Drei, aufladen, let's go. Oh, jetzt sind wir. Oh, schön. Jetzt wieder fliegen. Als Hammer krittet man kaum bei dir. Ich hasse den hier. Ach, keine Ahnung. Inshallah. Ey, ich kenne den seit World davor auch schon tatsächlich, aber ich vergesse immer wieder den seinen Namen. Das ist, glaube ich, das Monster, gegen das ich am meisten vermeide zu kämpfen. Ist ein Achtungsführer. In World war der jetzt aber eigentlich ganz, ganz okay. Solange wir halt Blitz gezogen haben. Ja, aber nicht, wenn du später Eisbahn bist. Doch. Dann bist du die Monster nur dreimal blitzen. Wenn nicht mehr im Mastering. Außer der hat die Deto. Deto war auch absolut kein Problem. Ich spreche aus Erfahrung mit Kai. Ich muss nicht schön sein. Also, ja, verstehe. Ja. Aua. Jetzt hat er wieder seine schwarze. Oder? Nee. Pacific! Florida Man! Das gefühlt für mich. Ich bin wegen getroffen. Florida Man, okay. That's the way. Hey, hey. Hallo. Du bist schon guckst sehr viel Weins. Du kennst sehr viel Weins. Ja, leider. Das ist schon nicht gut. Move! Let us move! Faster, buddy! Watermelon. Ich hab B zum Abdrücken gesprungen. B zum Abdrücken gesprungen, okay. Das kann man natürlich auch machen. Ja. Ich bin ein bisschen schneller angreift, dass man gar nicht versprechen kann, einfach. Macht er den Alatheon? Wieder. Aua. Ich bin das Target. Da. Ja, guck drauf. Ja, komm auf den Stein. Auf ihn. Au, 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 gleich. Ich komme gar nicht an das Vieh ran, das ist momentan so absurd schnell für mich. Ja, das muss ich gerade hinkommen. Ich will nicht stehen bleiben. Jetzt! Nein. Oh Gott, das ist nach hinten gesprungen, ich dachte, das ist dahin gefallen. Jetzt kriegst du Tiber Gatter, jetzt. Geil. Ja. Meine Güte. Das war absolut nervig. Hey, Miri. Danke auch vielmals. Ich werde schon mal zwar. Jetzt, wo du das hast, was du willst. Ich habe heute mit einem Kumpel noch ausgeschlossen mit dem Spiel, deswegen. Was soll ich von 7 bis um 9 machen? Soll ich einfach kurz zu Hause sitzen? Ja. Langweilig. Geht man lieber mit netten Leuten jagen oder so. Wie willst du dich damit pieksen?
komm. Okay. Ja. Quest complete. Dann wird denn gleich wieder rein? Oder? Weiß nicht. Kann mir jemand ein gutes Set für Lanze vorschlagen? Irgendwie mache ich mir weniger Schaden, als ich gedacht habe. Alter, ich habe immer noch kein Theostra-Juwel bekommen. Ich krieg das Kotzen. Ich habe den schon über 7-mal gemacht, weit über 7-mal. Ich habe kein einziges Juwel. Ich will es nichts sagen, aber ich habe noch kein zweites bekommen. Die Fresse. Genauso wie vorhin mit der Radian-Sache. Siehst du, wenn du mit mir dabei bist, kriegst du immer gute Shit. Ja, bin ich toll. So sehr nett Scheiße, von dir, dass du das für mich machst. Ich geb dir meinen Anteil ab, bitteschön. Ah, ich hab so nette Mitspieler, das ist schön. Ah. 55% Affinität, was soll ich noch machen? Looking for something new or an upgrade? Welche Vorteile vielleicht? Oh. Grüße an Jesse und Alex. Danke. Oh, wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Das hat mich sehr gefreut. Ja, ich auch. Du hast es nur eine Runde, aber... Das nächste Mal geht sie sicher mehr aus. Ich schau das so aus. Okay. Dann noch viel Spaß beim Jagen. Abend noch. Jo, ciao. Ja, ciao. Kritischer Blick. Also diese Tastatur ist einfach reinste Asmr. Ich liebe es. Okay, Entschuldigung, ich miete mich jetzt wieder. Mein Gott. Nein, ich finde es gut, ich finde es gut. Wahrscheinlich ist es im Stream für keinen nervig, aber ich finde das Geräusch voll beruhigend irgendwie. Ich hätte auch etwas weniger für eine leisere ausgeben können, aber ich dachte mir, nee, fuck it, man soll hören, dass ich viel Geld für eine Tastatur ausgegeben habe. Ich habe auch, ich habe damals Ark auf PS4 gespielt und da musste man die Commands da auch immer ganz schnell eingeben. Das war manchmal in den Partys komplett ruhig und man hat nur in der Tastatur klicken hören. Ja, alles ruhig, nur auf einmal so. Ja. Die fanden das irgendwie alle beruhigend, die umgesetzte Beruhigungstherapie. Just tell me what you need.
Ich habe eine FA bekommen. Oh no. Wir sind schon der, der ist ein volles Tor. Das steht doch besser. Gleich mal ablehnen und blockieren. Alter, meine ganzen Beine jucken mich echt, irgendwo ist gestochen. Ja, auch, ich darf nicht kratzen, das wird schlimmer. Ich hatte erst letztens eine Zecke gebissen, jetzt darf ich Antibiotika nehmen. Das ist scheiße. Ja. Hat sie die Giant irgendwas beachten? Nö, eigentlich nicht. Ja, so zugegeben hat sie mir jetzt nichts. Ja, Miri, das glauben wir dir schon. Du tretest dir doch gerne in den Hintern. Also, wie war mein Zecken, ja? Ja, also gegeben hat es mir jetzt nichts, aber da war halt erst mal so ein kleiner, sah aus wie so eine Schürfwunde, ging dann nach einer Zeit weg mit der Kortisonsalbe. Das hat sich dann halt total über mein ganzes Bein ausgebreitet irgendwann. Und ja, da wusste ich halt, das war nicht nur ein Mückenstich. Oh, ja. Gut, dass es geklärt haben. Ja. Wolf, work ahead. Sure, I hope it does. Ich wollte gerade sagen, warum hat denn Hund zwei Schweife? Aber das sind dieser Tails. Ja, das ist Tails. Good boy. Who is a good boy? Who is a good boy? Ich hab meinen Hund immer. Kann man hier auch die Sache. Ah, ja, da war die. Mein Rüstzeug. Nee. Aussehen? Die Chorus-Druck da. Palamut. Vincent. 2, 5. Ah, nochmal 2, 7. Gut. Also das High-End-Bild, was mir jetzt hier für die Lanze vorgeschlagen wird, ist halt diese Dragon Heartlands. Also vom T-Rex quasi. Und dann die Waldstrax-Rüstung. Waldstrax. Das ist so. Also das finde ich jetzt bei game8.co. Das ist so die Monster Hunter Bildseite. Alles tags, was hat der Schwächevorteil? Drachenherz, Wiederbelebung, Schwächevorteil. Ja, da hat viel Schwächevorteil. Ne. Drachenherz ist Drachenherz. Ach, Drachenpest, auch so. So ist mein Hund immer rumgewachsen mit unserer Wendung. Ja, steht's hier. Warte. Hi. Okay. Ah, kenn ich ja. Und Kai hatte dann eine Zeit lang mal den Weißen gehabt, mit der anderen, mit dem, auch mit der Sonnenwaffe. 3, 2, 2. Nee, 2. Ja, ja. So flauschig. Nicht ablecken, I. Ja, Schwächevorteil. Ja. Noch was Besseres. Guter. Hätte zerstörer Schwäche Schwächevorteil. Und? Ist. Ja, fein. Ah, er hat dieses Ding mitgegessen. Was ist das? Oh, 70% Affinität und volles Schwächevorteil. Okay. Oh, ja. Ihn, ja. Ist ja auch wieder da. Ich trage die Rüstung, die ich hier übrigens gerade anhab, nicht so gerne. Aber ist es noch außer kritischer Blick- und Schwächevorteil? Die hatte ich damals in World schon teilweise an, mit den, der so like, als Admiral der Jagdgruppe. Dito, also dasselbe mit den Knochenbrüsten hier. Was hast du gefragt? Das war nochmal latente Kraft. Das war ja, wenn man eine gewisse Anzahl an Schaden kassiert, ne, oder? Dann tut die sich aktivieren. Glaube ich, so krass. War das doch. Das habe ich bei Monster Hunter World, war das so. Da musstest du eine bestimmte Anzahl an Schaden, ich glaube 200 Schadenspunkte einkassieren. Nicht am Stück, sondern verteilt im Kampf. Und dann aktiviert sich das. Dann bleibt das ungefähr für 3 Minuten oder so aktiv.
dann musst du wieder 200 Schaden einkassieren. Ist egal, ob du dazwischen heilst, kommt drauf an. Also ist halt die Summe, die du einkassierst an Schaden, irgendwann mal im Kampf. Okay. Ich glaube, das wäre relativ gut, weil das tut die Affinität nämlich erhöhen. Aber nur wenn er jetzt Schaden frisst. Naja, wenn ich bis zu 200 Schadenspunkte hochgekommen bin, dann tut es mir für 3 Minuten oder so ungefähr für ein paar Minuten eine Affinität hoch machen. Ja. Was habe ich alles? Ich habe jetzt Schwächevorteil komplett hoch, kritischer Blick, kritischer Boost könnte ich noch drin machen. Hier, kritischer Boost. Hüfte habe ich noch gar nichts. Gibt es irgendwas mit kritischer Boost? Zack, kritischer Boost. Von dem goldenen Obi. Oh, mir ist unerträglich heiß, ey. Oh. Nimm doch einfach einen Ventifuckinglator. Würde vielleicht helfen. Ich ja, ein Ventifuckinglator. Ich hab hier keinen. Weißt du? Ja. Ja, der schwitzt halt. Denk jetzt nicht, dass ich dir einen bringe. Das ist sehr kritisch, finde ich. Weißt du, es noch helfen würde, sich nicht ständig zuzudecken. Mache ich jetzt nicht mehr. Ach, sicher? Ja. Okay, jetzt muss es aber eigentlich reinhauen. Mal gucken. Bitte schön, Jürgen, zu quatschen, zu euch zu kommen. Tja, jo. Also. Dann hole ich mal kurz den Ventilator. Weißt du, was helfen würde? Kai? Tatsächlich nicht. Der hier, der Handventilator, der hilft auch ziemlich doll. Und der ist ziemlich ja, klein. Ja, ich habe auch einen, aber der ist komplett leer. Ja, ich kann es ja meinen nehmen. Oh. Du kannst ja meinen nehmen, hallo. Also, ich hoffe, es ist keine... Er ist einfach inkompetenter Boy. Das weiß ich. Guckst du ihm eigentlich schon lange zu? Ab und zu gucke ich mal zu. Ich wollte auch letztens Super Smash Bros. Melee spielen, aber da hat er sich nicht getraut. Ja. Oh, hört man... Oh, ups. Hört man den Wind? Hört man den? Nee, oder? Ja, Jessie.
Was ist denn mit dir? Ich hätte einen Tornado. Hier ist doch irgendwas kaputt. Jetzt können wir den nächste Quest machen. Jetzt will ich das wieder, den Bild hier, dieses Bild hier ausprobieren. Habt ihr eigentlich schon eine Jagdgruppe? In diesem Spiel lohnt sich eine Jagdgruppe nicht wirklich, Miri. Oder so eine Jägerverbindung. Aber das lohnt halt auch, wenn wir als regelmäßig miteinander zocken und die Stierzeit, das passt doch eigentlich nicht. In Monster Hunter konnte man ja über 100 Leute drin machen. Und hier kann man bis maximal 8 oder 16 war das? Ich weiß nicht. Macht für unsere Community gar keinen Sinn, weil wir ja über 40 sind. Alter, du bist einfach mal geköpft. Sieht super geil aus, Alter. Wo seid ihr? Seid ihr in einem Trainingsbereich oder wo seid ihr? Wir sind in der Versammlungsstätte. Oh ja. Wie sieht denn das aus, Alter? Ist das ein Lüder? Achso, das Schwert von der Energiekühle. Herz, was? Oh. Fuck. Heiß und kalt. Ah. How's it going? Steh ich im Weg? Du stehst immer im Weg. Ah. Leave it to me. Oh Gott, ich will nur kurz ein Posen-Gesten-Dings machen. Kann man denn diese Dinger da posen setzt? Ja, hau mir einfach in die Fresse. Oh. Du bist so voll Boyband-mäßig. Ja. Dazu will ich ein Foto. Kann das denn jemand schicken in den Disco? Ich habe auch fast dieselbe Frisur, sehe ich gerade einfach. Ja, schon. Ich habe einen längeren. Come on. Wie sieht meiner zotteliger aus? Du bist doch von hinten. Das sieht doch aus, als fass ich an den Arsch. Schon so ein bisschen, ja. Der blickt aber jetzt so richtig smirky. Was macht Xenia da hinten? Xenia, du mal Lex, denn. Hallo, komm, wie Kai. Sieht das hier aus? Diese Dekoration hier? Wir das machen gerade ein Foto und warten auf Xenia. Okay. Oh. Hallo. Sekunde, wie kann man das nochmal machen? Hosen. Hallo? Hier ist irgendein Hund zwischen uns. Hosensets, ach hier. Könnten Sie bitte. Achso, mein scheiß Hund, ja, Sekunde. Entfernen Sie bitte Ihren Hund. Ich laut. Hosensets. Ah ja. Oh. Weißt du, wir machen so vernünftige Posen. Du hackst es einfach nicht. Ja, so kannst du bleiben. Bitte Foto mir dann schicken. Danke. Oh.
Oder warte, es sieht bestimmt auch geil aus, wenn ich jetzt in die Mitte gehe und das dann mache. Das sieht so dumm aus. Hast du ein Foto gemacht? Ist das nicht meine Eule? Achso. Du kannst dir deine Eule auch ausholen. Also, you know. Achso, ja, ja. Leute, warte, mach ich. Ist vielleicht sowieso einfacher. In einer halben Stunde haben wir 22 Uhr. Da können sie Witze machen. Ey, ist aber immer so. Es gibt kein Niveau, es gibt nur ein Wehr. Achso. Jessie, warum hast du so komisch deine Augen verschlossen? Egal, Foto schießen. War das gerade ein Anspieler darauf, dass ich leicht Asian aussehe? Oh, racist. Lol. Die Laces. Wenn die Lanze nicht, dann würde ich sie hier durchbohren. Durchbohrst sie gerade schon. Stell dich einfach neben uns und mach irgendwas. Nein, meine Eule ist weggegangen, weil ich aus dem Sichtfeld rausgegangen bin. Wie dumm ist das denn? Stupid. Hosen. Warte. Perfekt. Ihr macht ein Foto? Das ist halt in real life auch ein Fotobomben. Hallo, ich bin der Mann. Ich bin euer Mann. Guck mal da! Wir müssen mal mehr machen auf Expedition, mal ein paar Fotos machen. Nein. Hallo. Hey, ich hab dir was zu erzählen. Hey. Jetzt mach doch vernünftige Pose, Junge. Hey, Leute. Hey. Was geht? Kannst du mal von mir und meiner Freundin bitte weggehen? Danke. Ey. Don't move. Mann, das ist, dass die Eule dauernd kaputt geht. Crash Porsche, AFK. Beweg mal die Cam. Warte, hier Kai Kuppe war das, glaube ich. Hier, komm her. Ja. Und der sieht, guck da oben drüber, was auch süß. Ja, warte. Ist. Haben wir jetzt? Ja, weißt du, ja, einfach komplett über das Team, Junge. Macht mal alle den hier. Oh nein. Oder sitzen. Ja, einfach sitzen. Was war das gerade? Hä? Hi, ja. Leute. Du sitzt einfach auf meinem Knie, Junge. Ja, so kannst du bleiben. Hallo. Richtig erneut einfach. Töten wir heute noch was, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich mache mal irgendwas auf. Oh Mann. Es war in World manchmal stundenlang genau nur das. Ja.
Geil. Das ist doch nicht schwer. Ja, einfach nur töten. Geil. Ich mag ihn. Hashtag Demo. Ich mag Namalo. Was ist? Jetzt geht das schon wieder los. Was? Den Wurschwitzen? Sind die Idee zu cool und komisch? Ja. Also, User was spam vom Server. Ist wieder richtig cool und komisch. Anstatt Monster Hunter töten wir heute noch was, also krieg ich heute noch eine Keule oder so. Ja. Nein. Ready, already? Already. Let's go. Eine Keule? Oh. Armed and ready. Eine lila Feuerkeule, bitte. Und dann kriegst du so aufgetischt so eine Magna Malo Keule so, aber die brennt halt wirklich noch so lilan. Danke. Vorsicht, explosiv. Here we go. Again. Oh, ich muss mir vielleicht was. Oh. Ey. Jetzt ist ein AFK-Spieler, lass sie lieber schnell raushauen. Ja, ich hab mich gerade bewegt, du Idiot. Den AFK-Spieler schön. Ich bin ein bisschen kalt. Das ist verständlich. Achso, mit. Hier mehr ist Luna. Ja, na ja. Ja. Nee. Ja. Nee. Es gibt hier ein schlechtes Bett. Also nicht zum Schlafen, sondern zum Tatsitzen. Nope. Joink. Wo kriegt man denn eigentlich so einen komischen Kürbisse her? Ich brauch die ganze Zeit schon so einen weirden Kürbisse. Mit einem Eventquest vielleicht? Nee, nee. Das ist für einen Hammer. Irgendeinen komischen Kürbishammer. Ein Kürbishammer. Ah, ja, ich erinnere. Ich denke immer, die kriegt man von den Katzen, weil ich habe genau einen davon. Ja, ich weiß nicht, wie man das spielt. Wenn ihr Ventilator oder so ist, wird sie das gestört. Jetzt macht das schon etwas mehr Schaden, was ich hier mache. Jupp, mehr Schaden. Was, Junge? 2, 3, let's go. Oh ja. Meine Güte, geht er ab. Oh ja, jetzt ist das. Oh, jetzt ist das schöner Schaden. Ja. Voll toll. Ja, da hat gar keinen Bock mehr. Wir haben den Epics so alle gekriegt. Wir haben den Epics ultra leiden, dass der genauso wie der Ratter was jetzt ist. War da noch viel schlimmer. Alles für Epics. Alter. Oh Gott, Entschuldigung, wenn ich immer irgendwie was drin oder so. Ich hoffe, das funktioniert. Kann man sich nochmal umdrehen, wenn man der Kappe macht? 16 Magna Malo oder 10 Radian? Magna Malo.
Atian macht gerade gar keinen Sinn. Es würde Sinn machen, wenn du zu Magnamalo gehst, ihn angreifst, dann gegen ihn schmeißt, Magnamalo nimmst, gegen Ratian, Ratian nimmst, gegen Magnamalo kämpfst. Du behindert mal so nicht so kompliziert, Alter. Aber so macht es eigentlich Sinn, wenn du... Mein Gehirn hat so 3 Megabyte Speicher. Ja, aber zum Ratian macht eigentlich gar keinen Sinn gerade. Wer weiß. Kannst du mal nochmal wiederholen? Mein Gehirn hat nur 3 Megabyte Speicher. Ach so. Ja. Verständlich. Wutz. Ich bin gerade den falschen Weg gelaufen, wa? Scheiße. Lol. Schweif ab? Nee. Achso, nee. Nein, oh, ich hab's noch nicht ganz so räuchig drauf. Irgendwas hat mich gerade hart weggestört. Ich hab keine Ahnung, was es war. So ein Scheiß hier runter. Ich dachte, den Schlag kann ich nicht drücken. Dafür durch die Emmy einen Schlag. Ist Lanze eigentlich auch Schnitt? Oder ist es fangbar? Also, ja. Aber ich brauche den. Also, wir würden es schnell machen. Oh Gott. Was? Nein, das ist kein Drachenältester, Miri. Das ist ein Lagiacrus. Das war das Black Ship Monster von Offline. Black Ship Monster von Offline Monster Try. Ist das alles? Wo ich bin? Ja, hingestellt. Ja, das ist doch eine Falle. Was bringt das, dass ich die Lanze hier irgendwie mit einer mit dem Seilkäfer hier verbinde, mit dem gewissen Körperteil? Ich glaube, wenn du dann Schaden machst, dann löst sich das irgendwann, dann machst du nochmal einen Schlag mit Schaden. Oder du kannst da hinterher ziehen, irgend sowas war das. Okay. Achso, Tiefseelagiakros heißt der richtig, achso. Auf geht's. Genau, mit ZL und X machst du halt diese Verbindung rein und mit ZL und A kannst du dann dich wieder dahin ziehen. ZL und B. Sorry. ZL und B. Ja genau, also erstmal die Verbindung herstellen. Und damit ZL und B kannst du dich dann wieder hinziehen.
Oh mein Gott, wie schnell wir den hinkriegen gerade. Jetzt schon seine Uniform. Ich trigger das immer noch, das macht normal auf den Sachen, Ältester ist noch. Das war auch ein bisschen enttäuschend. Der ist das Cover drauf und überall, dass du das ist drauf und wie er gehackt und dem war das Endboss noch mit. Und dann ist man Sachen als so. Das ist generell, wenn ich so sagen darf, ziemlich low, ich muss das ziemlich cool auch, ja, keine Frage, aber ultra low irgendwie. Geht zu. Jetzt ist es ein Ekel, das ist ein. Es besteht auch theoretisch aus Menschenhaut. Ja, das. Oh mein Gott, jemand, der mit dem Lore bekannt ist. Die Waffen sind auch mega ekelhaft. Wie schnell wir den hinkriegen? Ich bin überrascht. Ja. Die haben nicht oft gute Teammates. Ja. Oh, ihr Schleim. Ja, aber sie ist als Kompliment oder als Hilfeschrei. Als Hilfeschrei vor allem. Ja, wir haben. Hahaha. Judy. Jetzt kann man ja den Monster noch Kunas hinterher schmeißen. Ja, 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 das war, dann ist das Müll, lass durch. Du musst nur noch richtig treffen üben. Mit der Lanze, dann ist es eigentlich. Du hattest es ja noch nie so. Den halt über die ganze Nacht so gehen gehen. Und ist jetzt aber? Was hat mich denn jetzt erwischt? Ich hab für einen All-Might-Schlag und das wird gut. Also von der Demo auf das Kommand in der Basic nicht. Stimmt, der war ja was. Aber eigentlich nur nach innen ausweichen, je nachdem, wo der Schweif ist. Immer zum Kopf genau ausweichen, wow, der ist sehr. Die Demo ich bin aber, ich bin ja jetzt noch mit dem Bogen zu sein. Was? Guck die Demo hat mich quasi zum Hammer schon richtig gemacht. Ich hab auch voll Glete gespielt. Auch in World of Beast My Main, da habe ich angefangen, tatsächlich mal einen Sponsor zu spielen. Und hier dachte ich mal, wie gebe ich mal eine Chance? Ich habe mich immer nie so hart abgeturnt. Weil die auch sehr einfach ist, eigentlich. Geil! Easy, dankeschön. Sehr schön. Ja. Ich finde auch diese Tradition gut, dass das Schlaftanzmonster immer Blubberblasen am Mund hat. Muss. Oh, geil auch. Ich hab nichts bekommen. Auch gut, auch gut. Ich krieg nie irgendwas. Sehr gut, sehr gut.
Ah, Jessie, vielleicht hast du beim nächsten Mal mehr Glück. Zwinker. Ich hab nie Glück, ich krieg nie irgendwas. Ach, weißt du, was da ein guter Trick wäre? Monster Hunter spielen. Mehr Monster Hunter spielen. Ja, du hast so viel Glück. Warum muss ich dich wieder anstrengen? Was hab jetzt hier gerade in Schuss bekommen? Was brauchst du denn jetzt noch? Sag doch mal, Jessie. Was brauchst du noch alles für Quests? Gar nichts richtig gerade. Ich hab gar keinen Bock mehr. Oh! Tornisch! Ja. Wir wollten ja heute irgendwie auch nach Valheim spielen. Ja, well enough, kennst du. Aber mit der Community macht sich das irgendwie schöner. Schöner Rise zu spielen. Das ist einfach nur ein Chor. Jessie ist demotiviert. Jessie, bist du demotiviert? Ja. Ja, das ist schade. Mein Finger juckt. Weißt du, was da hilft? In den Po stecken. Entschuldigung. Wisst ihr was, wo ich YouTube teilweise angefangen habe, habe ich ja ein paar Rise-Videos, auch Community-Videos gemacht. Wisst ihr, was ich da als Thumbnail reingepackt habe? Ja, wo war denn Objektbox? Also hier die von der Versammlungsstätte, hier diese Objektbox hier. Und rauskommt mit so einem Schimmer so ein Abonnieren-Button. Das war meine Idee. Das war lustig. So ein Default war so stumpf, Alter. Dann hab ich so, Jessie so gezeigt, guck mal, das hat er hat instant gelacht einfach. Oh, ein Abo-Button in meine Objektbox. Was habe ich denn da? Oh, ein Abo-Button. Aber geiler als Hand of Blood kann man das mit dem Abo-Button nicht verstecken, ganz ehrlich. Das ist sogar in der Arena hier die Quest. Böllen wir schnell durch. No, 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 no. So, hä, welche Quest? Quest. Achso. Ja, easy. So Quests, ich auch alleine machen die würde, aber. Die bügeln wir ins Parallel. Wie sagt man das? Parallel Universe. Ich kann das nicht aussprechen in Englisch. Ja, scheiße. Merkt mal gar nicht. Alter, ich meine so ding, 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 ding. Was ist denn mit euch? Alter, fucking Sonic, alle so. Ich war auch am Essen, wisst ihr? Nicht bei der Kulbe-Belagerung, dass ich so beeilen müsste. Meine Fresse. Oh, ich fand's so geil, dass sie in Stories Kulbe reingebracht haben. Ich war so gehypt. Kein Reden, kein Nein. Ich rede gerne Scheiße. Lass ihn leiden. Jetzt gibt's auf die Fresse. Alter, ja, hab ich Fresse mehr. Nein, komm, geh doch nicht weg! Und wer hat mich dann irgendwas schneller, wenn ich der Kampf unbeeindruckt nicht drin? Unbeeindruckt 2, ich bin trotzdem noch mehr eingebracht. Von der Morphax nicht mehr so. Was nicht schlimm ist. Ich wollte jetzt schon Stufe 3 reinnehmen. Was passiert hier? Alles. Merk ich.
Bomber. Schnapp das Vieh. Yeeha! Die Kaye. Schweine von weg. Warte kurz mit deinem nächsten Angriff, danke. Jetzt kannst du. Oh Leute. Reiten jetzt beide? Ja, der eine ist abgesprungen. Boah. Alter, was zur Hölle? Ich hab grad diesen Doppelaufprall gemacht. Das hat doch weit getroffen. Das war vielleicht eine Gelle. Mann! Und los. Wir werden irgendwie. Keinen. Alter! Das gar nicht. Ist geil, aber irgendwie, weil Damage. Mir fehlen die großen Schadenszahlen beim Bogen. Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten abschreckt, weil ich mir denke, ich krieg die Monster nicht in der Zeit und weil ich den absolut kein Damage habe. Ja, und du machst halt mit so Präparation oder so, sonst immer machst du ja viermal den Schaden. Und machst ja wirklich. Also ich mache mit dem Bogen hier pro Schuss 23 Schaden. Aber dreimal 23 Schaden. Ja, von oben mache ich 40 Schaden. Mit meinem hier Drachenspeer mache ich halt knapp 120 Schaden. Also möglich ist es. Jesse ist ein alter Roggi. Du bist hier der Roggi, Junge. Oh. Mehr Loot. Der tut gut. Alter, warum? Ich drück die ganze Zeit an und ich kann nicht looten. Die Knöpfe sind einfach mal. Das müssen sie als Texte reingeben, wenn es eine deutsche, also wenn es deutsche Stimmensynchronisation gäbe. Loot tut gut. Nein, Daddy braucht ein neues Paar Schuhe. Daddy needs a new pair of business. Das ist so dämlich. Ja, dieser Spruch, ne? Jedes Mal. Hobby got insurance. Ich hoffe, du bist gut versichert. Das ist der deutscheste Satz, den man je sagen kann. Ja. Was meine auch immer geil ist, Mr. Monster meet Mr. Weapon. Das habe ich noch nie gehört. Es sagt meiner manchmal. Oh, das haben wir. Ah, das finde ich so geil am Anfang, wo wir das gespielt haben. So, meets Mr. Weapon. Da dachte ich mir so, Alter, what the fuck. Das hat halt voll zu ihm gepasst. Das ist einfach mal meine Personality in der Nutshell. Johoho, verlässlich wie immer. Was hast du jetzt hier zu sagen? Gildenscheine, geil. Nimmsch. Tu ich nicht wegstoßen. Eine Bettkante. Well, well. Ich find's so schade, dass von den großen YouTubern und großen Streamern wirklich keiner richtig Monster Hunter aktiv spielt. Funk hat tatsächlich Monster Hunter World gespielt, aber der ist nicht besonders gut. War das nicht Zombie gespielt? Zombie hat's gespielt. Ja gut, aber den guck ich nicht. Den guck ich nicht so oft. Gar nicht. Ja, ich auch. Ich mag Zombie. Aber ich finde Ehre von ihm, er hat mehrere Teile gespielt. Er hat ja auch früher vor ein, zwei Jahren aktiv Monster Hunter Try gespielt. Das fand ich Ehre. Mit DLP zusammen, ja, das war hilarious. Ja. I got das war Ehre, AIDS, ja. AIDS, Erz, ja. Das ist mein Lieblingsteil. Wer weiß, oh Gott. Also Rice hat das schon relativ aktiv gespielt. Und halt, also die Demo auf jeden Fall. Und jetzt hat er hier auch nochmal einen 1 Stunden 11 Teil gemacht von Sunder Rice.
Das kam halt, glaube ich, nicht so gut an, irgendwie. Ja. Hm. Ich finde schade, dass GP, weil du jetzt eine Pause macht. Der Pause oder ganz auf, weil ihr hier, wer weiß. Ich hoffe, er hört nicht ganz auf. Es war grausam mit dem, was die da, die Ärzte mit dem gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du dir das Video angeguckt also hast, warum. Ja, doch, natürlich. Was? Selbstverständlich. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das Kai nochmal im Stream hochholen sollten, was mit GLP ist. Aber ich glaube, das interessiert ihn wenig. Also, wenn dich das interessiert, dann guck dir am besten das Video an. Das geht aber 20 Minuten oder so. Ja, eben. In Kurzform? Falsche Diagnosen, eher mental ein bisschen am Arsch. Auch falsche Dosierung oder so? Nö, generell komplett falsche Richtung. Er dachte, er muss sterben. Achso, das war in Wirklichkeit gar nicht so. Ne. Und das dachte er halt über Jahre. Und der Arzt war ein richtiger Hund. Juan. auf Arbeit gibt's jemand, der war früher mal schlank, und innerhalb von ein paar Jahren ist der wirklich obszön dick geworden. 130 Kilo mindestens sieht er aus, oder 140, 50. Also der ist wirklich obszön dick. Und der kann sich auch kaum so richtig bewegen, so dick ist er halt, also schlecht. Und Grund war eine falsche Dosierung, von einem Medikament, was er früher bei einer Verletzung, Knochenbruch oder irgendwas bekommen hat. Und die Dosierung war 10-mal mehr als normal. Und dadurch hat er innerhalb von Monaten oder einem Jahr so hart zugenommen durch diese 10-fache Dosierung. Und das kommt vom Krankenhaus, von einem Arzt, vom Krankenhaus aus. Und die haben ihm quasi seinen Körper und sein Leben teilweise so körperlich richtig zerstört. Dann ist er damit zum Hausarzt gegangen, weil er nach ein paar Wochen gemerkt hat, irgendwas ist ja bei dem Medikament falsch. Zum Hausarzt gegangen, Hausarzt direkt Kopf geschüttelt. Aber direkt. Er hat auch hardcore geschwitzt und alles mögliche und richtig alles. Der Körper hat sich richtig gegen die Medikamente richtig hardcore gewehrt. Und das deswegen kam ihm das, aber der ist ein bisschen zu spät zum Arzt gegangen. Vielleicht hat er es auch zu spät gemerkt, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, bei ihm heilen auch Wunden doppelt so lange als bei normalen Menschen. Also wenn du wirklich so eine Wunde hast, die heilt bei 2 Wochen ganz normal zu, er braucht wirklich 4 bis 5 Wochen. Mit einem großen, tiefen Schnitt. Irgendwo in den Arm oder so. Er braucht immer das Doppelte. Dein Körper hält einfach gar nicht mehr so richtig. Knochenbruch genauso. Also sein Körper ist da richtig langsam geworden. Das ist irgendwie traurig. Wie er so richtig auch nicht nochmal nachkontrolliert wird und einfach nur richtig... Oder was hat er da bekommen? Oder? Ja, also ich glaube, das hat er sogar wirklich gesagt. Zufälligerweise, es kann sogar wirklich sein, was du gerade gesagt hast. Ja, das kriegt man nicht. Und... Also... Was war nochmal... was wollte ich noch sagen? Alter, ich habe immer das Gefühl, irgendwas krabbelt. Ach so, wie etwas nicht irgendwie nochmal nachkontrolliert wird, wie in der Kfz-Werkstatt zum Beispiel, ne? Da machst du das und dann kontrolliert der Meister nochmal nach. Ob du das richtig gemacht hast. Nee, dann wird nicht kontrolliert, dann wird weil, ne, der menschliche Körper ist viel wertvoller als alles andere, irgendein anderes Objekt auf der gesamten Welt. Als jeder Reichtum. Ist der Körper so wertvoll und die haben einfach quasi Fusch am wertvollsten Objekt, und zwar an einem Menschen, haben die Fusch betrieben. Körperlich. Das ist unfassbar, wenn man sich das mal so überlegt. Da müsste man theoretisch 3-4 Mal nachkontrollieren. Bei sowas, was mit menschlichen Körpern zu tun hat. Aber nein, da wird einfach... Das ist bei uns... Ich sag nicht die Stadt, aber da wird... Ist bei uns im Krankenhaus genauso. Da wird einfach permanenter... Da wird einfach permanenter Fusch betrieben. Und wenn ich irgendwann richtig stark verletzt sein sollte oder ich bewusstlos sein sollte und Jesse bekommt die Vollmacht dafür, dann muss Jesse sagen, hier, du gehst, also er soll in dieses Krankenhaus, sobald er bereit ist, transportiert zu werden, also, ja, dein Körper bereit ist, transportiert zu werden, wenn ich wirklich
bewusstlos sein sollte oder irgendwie was Schlimmes haben sollte, dann wirklich mich verlegen in das nächste Krankenhaus, was zwar 40, 50 Kilometer entfernt ist, aber die sind besser von den Ärzten. Und ich habe von so vielen Leuten gehört, dass einfach das Krankenhaus in unserer Umgebung, also was näher dran ist, wirklich so Hardcore-Fusch von so vielen Ärzten. Es gibt eine Ärztin, die wirklich gut ist, die hat Jesse behandelt, einfach nur, weil ich es auch wollte. Weil einmal hatten wir einen Arzt und da habe ich einiges nicht eingesehen, was da passiert ist. Also in Kurzform, Jesse hat eine Fußverletzung bekommen, Knöchelverletzung, irgendwas verstaucht hat oder so. Jesse konnte nicht mehr laufen, es sollte auch heilen. Dann hat der Arzt gesagt... Das war eine Ungelenkdistorsion, by the way. Also es war fast angerissene Sehne. Also es war schon kritisch. Ah ja, stimmt, mit der Sehne gewesen, genau. Jesse konnte gerade so noch auf Toilette humpeln. Sie konnte geschweige denn überhaupt... Sie konnte geschweige denn überhaupt runter zu die Treppe runterlaufen. Wir wohnen im zweiten Stock. So. Hat der Arzt gesagt, ja, du musst zur Schule. Und dann sind wir nächsten Tag wieder. Jessie hat mich so angerufen, hat gesagt, ist nicht zur Schule gegangen. Ich so, hä, was los und so. Jessie hat mir natürlich am nächsten Tag erst richtig alles erklärt, ne? Das ist gleich am ersten Tag machen sollen. Aber... Ich hab das nur Moment, glaube ich, etwas runtergespielt. Ich dachte so, das wird schon ein Icepack drauf geben. Ja. Nee, aber ich bin dann zum Arzt mit Jesse zusammen hingefahren. Hab ich auch von drinnen erstmal einen Rollstuhl geholt und dann jetzt den Rollstuhl, dann sind wir da hin zum Empfang und die Empfangsdame, die ist, Alter, die ist so dumm gewesen. Also die ist so hardcore dumm gewesen. Er ist so hardcore dumm gewesen. Da kann man nicht anders sagen, es ist so ein hardcore dummer Mensch gewesen. Und die erstmal so gehen, hab das alles erklärt, ganz normal. Also wirklich ganz normal, ganz freundlich. Die so teilweise so auch so pickig zu mir, also auf mich reagiert. Und so keinen Bock auf ihren Job oder so und ähnlich. Da hat sie auch irgendwann gesagt, ja, gehen Sie wieder. Da hab ich gesagt, hä, wie, jetzt gehen Sie wieder. Der Arzt sagt, sie müsste in die Schule, sie kann geschweige denn überhaupt die Treppe runter, wir wohnen im zweiten Job. Ja, dann müssen sie ja ein Taxi rufen. Das Krankenhaus gibt das Geld zurück. Ja, wie jetzt? Also man gibt ihnen das Geld zurück. Ja, wie jetzt Taxi rufen? Sie kommt doch nicht mehr die Treppe runter. Wie soll sie denn überhaupt auch im Unterricht und überhaupt irgendwas machen können? Ich habe keine Brücken bekommen. Erst nachhaken. Wir haben keinen... Naja, sie bräuchten einen Transportschein. Den haben sie doch. Nein, wir haben nichts bekommen. Ja, müssten sie eigentlich bekommen. Ja, ja. Okay. Schön. Jetzt kommen die Sachen näher. So, dann... Warte eine Sekunde. Wohin am besten? Wenn man zum anderen Monster war? Ne, da gibt's kein anderes Monster. Ne, doch. Der ist doch so schnell zu los. La Kombi! Ach, ich renne ja komplett falsch, Entschuldigung. Sogar, wir haben einen relativ strengen Sportlehrer in unserer Schule, jetzt um mal kurz dazwischen zu grätschen. Und selbst der Sportlehrer hat gesagt, unsere Schule ist doch gar nicht behindertengerecht, wieso kommst du doch mit diesen Krücken zur Schule? Und vor allem, wenn du solche Schmerzen hattest, wie als dir das passiert ist, wie können die Ärzte denn sagen, dass du zur Schule musst? Und ich so, ja, keine Ahnung. Sorry, geklappt. Er hat es genauso wenig verstanden. Was? Also, und dann bin ich mal, ich wurde dann, also später nach dem Diskutieren in dem Krankenhaus, mich dann zur Oberärztin geschickt. Und die hat dann gesehen, ja, das ist doch total dick. Warte mal, zwischendurch ich muss ich noch was erklären. Nee, genau, okay, du erklärst richtig, alles gut. Aber war so von der Reihenfolge, meine ich. Mach ich weiter. Auf jeden Fall später noch rumdiskutieren, wurde ich dann zur Oberärztin geschickt, mit dieser, welcher Arzt hat sich denn von uns hier behandelt? Das ist doch dick, wie konnte der nur sagen, dass du nichts hast und so? Ja, genau. Hab ich drauf geschient dementsprechend? Jessie hat kein, also, ne, muss ja in die Schule, Jessie hat keine Krankschreibung bekommen, keinen Transportschein und vor allem keine Krücken. Und dann habe ich halt, diese Frau hat dann halt gesagt, ja, sie muss halt in die Schule. Und ich gesagt, ja, wie? Ja, dann müsst ihr euch kümmern. Sie kommt gerade mal bis zur Toilette, überhaupt gehumpelt, ganz schwer auch. Wie soll sie vom zweiten Stock aus
runterlaufen und sich ein Taxi rufen. Warte. Ja, da müsst ihr euch kümmern. Hast du zum zweiten Mal gesagt. Nee, warte. Hey, die scheiß Wurme weg, Alter. Aua, okay. Ich weiß nichts. Ich dachte, so unbeeindruckt hätte ich nichts. Und dann, hi Lord Partypuppe. Und dann, wo sie dann gesagt hat, zum zweiten Mal, ja, müsst ihr euch kümmern, bin ich dann so teilweise ausgerastet, verständlicherweise, habe ich so gesagt, wie jetzt müssen sie sich kümmern, rufen sie jetzt sofort einen Arzt? Nein, mache ich nicht. Rufen sie jetzt sofort einen Arzt, ich verlange sofort einen Arzt. Hier geht irgendwas nicht mit rechten Dingen rum und ich will jetzt sofort einen Arzt haben. Ist egal, was für erstmal für einen. Und wenn ich einen Oberarzt bekomme, oder wenn ich hier den Oberarzt bekomme für den ganzen Krankenhaus. So, hat sie einen Oberarzt gerufen, eine gute, eine nette Ärztin, und sie hatte eben das gesagt, was Jesse auch gerade erzählt hat. Hier, das kann gar nicht sein, wie kann der Arzt das vorher und so, ne? Sie hat uns erstmal Krücken verschrieben und zwei Tage Jesse krank geschrieben. Oder nee, einen Tag. Und einen Transportschein gegeben. Also da haben die uns auf einmal alles gegeben. Dass man erst zum Oberarzt gehen muss und mit der Frau da am Krankenhaus streiten muss. Nochmal, weil ich die Asi dieses Krankenhaus ist. Kai hatte einmal einen Unfall mit seiner Hand auf Arbeit. Der arbeitet bei großen Maschinen, hat mal eine Kette reingefasst, die durch seine Hand gekürzt ist. Ja, aus Reflex. Also man muss sagen, es hat sich was bewegt, was nicht sich bewegen sollte. Ja, das ist auch nicht die Main-Sache. Anyways, du hast geblutet wie ein Schwein. Und du bist halt in das Krankenhaus reingekommen, hast den Boden oder hattest, glaube ich, Dreck unter der Schuhe gehabt oder sowas. Hä? Ach so. Ja. Und eine Woche später musstest du da halt nochmal zur Nachkontrolle. Im Verbandwechsel oder was auch immer das war. Und die Fußspuren waren halt nochmal da. Das heißt, die haben dann noch nicht mal ordentlich durchgewischt. Nein, das war nicht das. Das war nicht das? Das war das, wo deine Oma darin kam. Ach so, aber trotzdem. Da bin ich rein. Da haben wir am Montag mal so besuchen gegangen. Und am Freitag dann nochmal, also am Mittwoch nochmal, war auch alles da, Freitag auch nochmal. Wir haben einfach gesehen, die gleichen, der Boden war voll mit Schlamm von anderen Besuchern. Und die Regale, die waren halt übel verstaubt. Und da denke ich mir, das muss doch steril sein. Wenn da sind Schläuche, die pinkeln da in die, ne, die nicht aufstehen können, pinkeln da bei dem Bett daneben rangehangen, diese Beutel. Das muss doch steril sein teilweise. Das ist doch widerlich so. Und das ist in der Corona-Zeit gewesen. Die Krankenschwestern, die tragen alle keine Masken. Nur mal so ein Arbeits-, also im Vergleich wegen Corona. Ein Arbeitskollege hat seine Mutter eingeliefert, wurde sie ins Krankenhaus wegen was richtig Schlimmem. Wäre wegen dieser schlimmen Krankheit erst nach Jahren gestorben, aber sie ist in dem Krankenhaus nach 2 Wochen gestorben. Grund: Eine Krankenschwester hat sie mit Corona angesteckt. Ja. Kann man nicht zu diesem Krankenhaus sagen. Und nach ein paar Tagen, nach 1-2 Tagen, ist ihm eingefallen, er hat von seiner Mutter, die Mutter hat ja Schmuck oder Erbstücke von der Familie im Krankenhaus gehabt, in der Tasche, und die Tasche wurde gestohlen. Ja. Geiles Krankenhaus, wa? Ja. Da kann man einfach nichts mehr dazu sagen. Das ist also, was uns das erzählt hat, alter Falter. Das geht ja gar nicht, ey. Da verstirbt eine Person und dann entwendet man erstmal Krankenschwester, Arzt. Ich könnte alles da in dem Krankenhaus zutrauen. Jeden. Entwendet irgendjemand erstmal eine Tasche. Ich glaube nicht mal, dass es ein Besucher ist. Ich glaube, dass es ein Mitarbeiter von einem Krankenhaus ist. Ganz sicher. Also nicht ganz sicher, aber ne, ziemlich sicher. Das ist gar nicht abwegig. Schön vertickern. Wirklich. Einfach schrecklich. Und traurig bis zum Gehtnichtmehr. Nee, seitdem gehen wir nur noch in dieses Krankenhaus wegen ganz kleinen Verletzungen, passen wir aber auf alles, was die Ärzte machen, die Krankenschwestern und alles.
Und bei ganz großen Verletzungen in das nächste, was weit entfernt ist. Wo wirklich die Ärzte wirklich kompetent sind und ja. Ja, das ist mehr in Krankenhäusern. Ach, dass Dinge verschwinden? Was? Ja, auch zu testen, bevor du bist ein alter Dude. Du bist bettlägerig und hast einen Pfleger. Ja. Und da wird meistens auch oft geklaut. Das ist teilweise gang und gäbe. Okay, wirklich aufgedeckt, das ist einfach nur mies. Wenn das öfters so ist, dann muss man echt mal irgendwie mal ein Gesetz rausbringen. Dann ist das Krankenhaus dafür verantwortlich, wenn was wegkommt. Dann müssen die, wenn jemand verstorben ist, sofort die Sachen sofort sichern in den Schrank und einschließen. Also wenn was wegkommt, dann müsste mal ein Gesetz rauskommen. Hier ist das Krankenhaus dafür verantwortlich. Muss die den Schaden zahlen. Was soll denn das? Dann klaut wahrscheinlich so ein Angestellter einfach die Wertsachen. Geldbörse. Oder was auch immer. Was zum Teufel? Ich kann einfach nichts mehr dazu sagen. So, brauchst du noch irgendwas Großes, Gravierendes oder irgendwas Ausrüstungsmäßiges, Jessie? Für Sunbreak oder irgendwas? Naja, Theostra-Shit, aber ich werde mich erstmal mit der Walzrex-Rüstung durchkloppen, das geht eigentlich. Oder willst du mal Chargeplate mal ausprobieren im Trainingsbereich? Da würde ich gerne mitkommen. Nee, gerade gar nicht. Ich habe gerade gar keinen Bock mehr richtig auf Monsterhunter. Bist du Valheim oder was? Ja, beziehungsweise ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause, denn. Also eine kleine Pause ungefähr mit einer Viertelstunde, meinst du? Ja, mich einfach nur mal kurz ein bisschen lang machen. Dann mache ich auch. Hartfahren hilft gut gegen den unteren Rücken. Ich habe bisher gar keinen Pieksen, nichts, gar nichts. Perfekt. Wenn ich das jeden Tag mache, dann habe ich das nie wieder. Sehr schön, dann tue ich nicht nur Sprit sparen und Geld sparen, sondern auch... Du bist einfach nur alt, siehst du fucking ein. Für die Leute, die sich wundern, ich habe keine Krankheit oder gar nichts. Meine Muskeln sind im unteren Rücken verkümmert. Ich habe beim Sitzen und beim Streamen immer Schmerzen und Pieksen. Muss mich immer hart gerade hinsetzen, aber selbst das hilft nicht. Manchmal habe ich Intervall sekundenmäßig pieksen. Richtig stark. Das nervt richtig. Da kann man sich bei Denkspielen oder Strategiespielen gar nicht konzentrieren. Überhaupt nicht. Bei Kampfspielen kann ich mich gerade so ablenken. So, und jetzt bin ich Fahrrad gefahren. Heute 50 Kilometer und ich habe vor, Sprit zu sparen. Das heißt, zur Arbeit hin 20 Kilometer Fahrrad fahren, zurück 20 Kilometer Fahrrad fahren. Oder 22 Kilometer, um es genau zu sagen. Hat heute ordentlich geholfen. Also ich habe kein Pieksen, nichts. Gar kein Pieksen. So, ich dachte erst, ich habe meine Muskeln nicht richtig gedehnt, weil ich gehe auch im Fitnessstudio. Ich habe meine Muskeln nicht richtig gedehnt und so. Dann habe ich ein paar Dehnübungen gemacht. Hat auch nichts geholfen so richtig. Minimal vielleicht, aber sonst nicht wirklich. Aber Fahrradfahren hilft wirklich, ist wirklich die Heilung dagegen. Dass ich echt, die Muskeln sind verkürzt oder verkümmert. Also verkümmert sind sie ja. Aber verkürzt und so, deswegen Dehnübungen. Aber extrem verkümmert. Das ist auch der Grund, warum ich ins Fitnessstudio gehe. Das ist auch der Grund, also, aber sowieso, um meinen Körper stabiler zu machen. Das ist auch der Grund, warum ich Fahrrad fahre und vor allem wegen Spritgeld. Ich kann mir das einfach nicht mehr geben. Mit den Benzinkosten, das kann ich mir einfach nicht mehr geben. Kann ich auch allen dazu raten, falls jemand wirklich die Möglichkeit hat, ein Fahrrad zu kaufen. Und nicht weiter weg als 20 Kilometer. Ja, 20 Kilometer ist schon hart mit Fahrrad hin und zurück. Es geht aber. Man kann sich dran gewöhnen, man kann sich durchquälen und man spart so exzessiv viel Sprit. Es kommt halt auch noch drauf an, ob man, ob das nur 20 Kilometer quasi so relativ gerade sind oder ob es zwar bergig ist. Bei mir ist es dann in dem Stand bergig. Stimmt. Das heißt, ich hätte auf dem Hinweg hätte ich mega viel Spaß dabei. Und auf dem Rückweg, quasi nach der Arbeit, müsste ich mich total abrackern die ganze Zeit. Obwohl, das geht doch eigentlich. Ich meine, Hinfahrt, ne, da musst du ja, wenn du aufstehst und dann hinfährst, du musst ja relativ pünktlich ankommen. Aber wenn du zurückfährst, ist ja eigentlich relativ egal. Da kannst du ja im niedrigen Gang auch den Berg hochfahren. Im Schonmodus, also im Schongang. Weil, ne, du fährst ja bloß nach Hause, also.
jetzt in einer halben Stunde ankommst oder in einer Stunde. Hauptsache, du kommst ja irgendwann an. Also so denke ich jedenfalls. Weil einige rasen richtig mit einem Auto auf der Straße. Die wollen ja wirklich jede Minute umso kürzer, auch jede Sekunde kürzer nach Hause ankommen. Das ist wirklich, also das umgehen die Straßenverkehrsgesetze und bringen Leute in richtig in Lebensgefahr. Hauptsache, die sind eine Minute früher da. Das ist auch sowas, was ich nicht fassen kann. Meine Rückfahrt ist auch ein bisschen scheiße. Aber sonst ist der Weg eigentlich größtenteils gerade, den ich bei mir. Hinfahrt wie auch Zurückfahrt ist eigentlich relativ gleich. Rückfahrt ist ein bisschen stressiger, weil da ein bisschen mehr minimaler Winkel bergauf geht. Minimal merkt man halt. Sieht man nicht, merkt man nur ein bisschen. Und dann sind ich und Jesse heute mal rumgefahren zu meiner Arbeit und wieder zurück und haben uns das mal angeguckt, wie das so ist mit der Strecke, was ist die kürzeste und die beste für Fahrrad. Na, das kann man ja mit Fahrrad besser einschätzen, wenn man wirklich richtig auch hin und wieder zurückfährt. Mehrere Wege. Und mit dem Auto, wenn man mit dem Auto, das merkt man ja gar nicht, das muss man wirklich mit dem Fahrrad austesten. So, und dann merkt man doch auch alles gefühlsmäßig und, ne. Und ja, wir sind hingefahren, was einer uns vor 2-3 Tagen empfohlen hat, wo wir mit dem Fahrrad ihn gefragt haben. Und hinfahren, da sind wir so viele Umleitungen gefahren, da sind wir einmal hinfahrt, war 30 Kilometer, war wirklich 10 Kilometer, war wirklich Umleitung gewesen. Unnötige Umleitung. Dann sind wir zurückgefahren, wie ich auch mit dem Auto zurück und hinfahren würde. Und das waren wirklich dann auch die originalen 20 Kilometer, sind wir einfach heute am Tag 50 Kilometer am Stück gefahren. Insgesamt waren das 4 Stunden, so waren wir unterwegs. Oh, das war die Qual, weil Zurückfahrt hat auch 1,5 Stunden gedauert. Dazwischen lag auch noch eine ordentliche Zeit von 2 Stunden, weil wir uns ja auch Zeit gelassen haben. Wir sind mal dahin gefahren, mal gucken, ob da eine Eisdiele ist oder so. Ja, Zurückfahrt war grausam mit den Beinen. Vor allem, weil man ja davor schon so 35 bis 35 Kilometer gefahren ist. Ist ja viel angenehmer und leichter und du hast auch übel viel Energie. Wenn du gleich früh hinfährst, 8 Stunden arbeitest, dann beruhigen sich deine Beine ja 8 Stunden lang. So ein bisschen. Und deine Hüfte auch und alles. Und dann halt wieder die 20 Kilometer wieder zurück. Dann hast du ja volle Energie. Aber wenn du am Stück 50 Kilometer fährst, ja, dann fühlst du dich tot. Die letzten Meter. Deine Beine wollen einfach nur abfallen. Aber du weißt, du hast noch 20 Kilometer vor dir und dann einfach RIP. RIP. Alter. Ja gut, ich werde aber glaube ich auch mal raus. Weil, wenn er gleich schon Ballheim spielt, dann, ja. Ich hab's halt nicht. Danke, dass du dabei warst. Alles gut, ja. Danke, ist mit gut. Kein Ding, und bis angenehmen dann. Abend noch. Tschaui. Ciao. Ja, euch auch, tschö. Die Strecke sieht so aus: gerade berghoch, gerade bergrunter, berghoch, gerade berghoch, gerade bergrunter. Hoch runter, ach du Scheiße. Na gut, du hast zwar viel bergrunter, ne, aber. Ja, viel berghoch strengt auch an, ja. Also, wenn ich habe ja größtenteils gerade Strecke, dann kannst du halt permanent an der gesamten gerade Strecke, sind halt nur ein paar Kurven, aber da kannst du ja permanent halt schön Gummi geben. Du kannst halt schon ordentlich Rinnen in die Pedale treten, ne, das ist halt der Vorteil bei meiner Strecke. Aber hoch, runter, da geht ja auch irgendwann die Flöte. So. Vorrüstung. Dekorationsset. Speichere ich nochmal ab mit. Obwohl, ich speichere hier mal über. Das sieht besser aus, finde ich. Obwohl, das sieht auch gut aus. Ich speichere es mal extra.
Das speichern Land. Kann man den gleichen Namen verwenden? Oh, tatsächlich. Gut. So. Und dann gehe ich meinen Pausenbildschirm und dann sind wir dann, bin ich und Jesse dann wieder in Valheim. Bis gleich, die für zuschauen wollen. Oder für die, die zuschauen wollen. Ich kann kein Deutsch mehr. Es ist schon spät.